Guten Abend, Gladiatoren aus aller Welt. Ich melde mich wieder am Sonntagabend mit einem neuen Kampf hier auf Octagon in der Arena. Stehen sich diesmal der neue Kriegsmeister von Forged in Fire und die altbekannte Droidin gegenüber. Wir haben hier einen Spieler, den ihr als Verfolger der Schlachten auf YouTube kennt. Das ist Strandigel. Der wurde das letzte Mal mit seiner Tiermeisterin auf dem falschen Fuß erwischt von Rudis Tiermeister. Jetzt tritt er nicht mehr mit der Tiermeisterin an, sondern hat sich die Naturschule beibehaltend auf die Druiden verlagert. Mal sehen, wie er mit diesem komplizierten Magier klarkommt. Gegenüber haben wir den schon erwähnten Kriegsherrn und einen neuen Spieler, Ermo. Den haben wir erst heute auf Octagon kennengelernt. Auch ein deutscher Spieler, der von sich berichtet hat, dass er so um die 40 Spiele mit einem Bekannten gespielt hat. Allerdings nicht online im Internet, sondern altbekannt auf dem Tisch, wie man das normalerweise auch macht. Also, ich vermute mal, an Erfahrung sind die beiden Spieler sich ungefähr ebenbürtig. Was kann man hier erwarten? Die Druidin hat den Vine Tree, den Rankenbaum, rausgenommen und ist eine Baumbindung mit ihm eingegangen. Wir werden also vermutlich Pflanzenkreaturen oder Beschwörungen hier von der Druidin erwarten können. Geschickt gemacht hier, auch eine Mana-Blume hingesetzt in ein Feld, was, da der Kriegsmeister sich hierher bewegt hat, am weitesten von ihm entfernt ist. Also dieses Setup hier, Rankenbaum in die Startecke und Mana-Blume dann zwei Felder entfernt in die andere Ecke, das ist nie verkehrt. Dann hat er immer noch die mittleren Felder hier, um da irgendwelche Beschwörungen hinzumachen, die eventuell zonenexklusiv sind und die sich aufgrund ihrer Lebenspunkte eher eignen, um ein paar Treffer einzustecken. Der Baum, der sollte eigentlich nicht angegriffen werden, das ist immer so ein bisschen riskant, wenn man als Druidin seine Taktik auf diesen Baum konzentriert. Und die Blume, die möchte man auch nicht verlieren. Das soll eine Investition sein, die bis an das Ende des Spieles hält. Der Kriegsherr benutzt hier die Schmiede der Schlacht. Das ist auch ein nachvollziehbarer Zug, denn der neue Kriegsherr hat mit seinen Runen, die ihr hier auf der Statuskarte seht, 5 an der Zahl, eine gute Möglichkeit, um seine Ausrüstungsgegenstände, die er benutzt, zu verstärken. Und zwar nicht nur verstärken, also ich gehe gleich noch ein bisschen auf die Runen ein, also nicht nur werden die verbessert, sondern auch es kostet mehr, diese Ausrüstungsgegenstände aufzulösen. Jede Rune, die auf einem Gegenstand ist, erhöht die Auflösungskosten um 2. Schauen wir uns mal an, welche Runen hier verfügbar sind. Forged in Fire kommt bald raus, also könnt ihr euch ruhig mal noch ein bisschen damit vertraut machen, falls ihr sie noch nicht kennt. Wir haben hier einmal die Rune of Shielding, also eine Art Schildrune. Die kann man auf einen Gegenstand machen, der eine Verteidigungsmöglichkeit bietet. Und diese Verteidigungsmöglichkeit wird dann um 2 verbessert. Also zum Beispiel kann man das mit den Reflexstiefeln, heißt sie glaube ich auf Deutsch. Die Reflexstiefel bieten normalerweise eine Verteidigung von 7 gegen alle Arten von Angriffen und damit ist es dann eine Verteidigung 5 oder mehr. Das ist schon mal ziemlich gut. Ziemlich gute Chance, weil es dann von 50% auf 66% hochgeht. Dann haben wir hier die Rune of Fortification, die Rune der Befestigung. Die kann man auf eine beliebige Rüstung machen, die eine Rüstungswirkung hat und damit wird die Rüstungswirkung um 1 erhöht. Dann haben wir die Rune of Power, die kann man an einen Gegenstand
binden, den man zum Zaubern benutzen kann. Zum Beispiel den Helm of Command, also den Helm, mit dem man eine Befehlsformel dran binden kann. Wenn man die Befehlsformel dann immer und immer wieder ausführt, kostet sie ein Mana weniger. Man könnte es auch für einen Magierstab benutzen oder für einen Elementarstab, um den Zauber daran günstiger zu sprechen. Das ist auch eine sehr gute Rune. Dann haben wir noch Rune of Precision. Die kann man nur an eine Waffe binden und die erhöht die Durchdringungswirkung um 1. Und wir haben Rune of Reforging. Dann bekommt man den Gegenstand in sein Zauberbuch zurück, falls er aufgelöst wird, und kann ihn nochmal verwenden und auf das Spielbrett bringen. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Druidin hat hier leider vergessen, ihren Channel zu erhöhen. Ja, die zweite Runde fängt jetzt an. Die Druidin hat hier die Ranken in Richtung des Gegners schon ausgebreitet. Auf diese Ranken, die den Gegner behindern, kann der Baum und auch die Druidin Rankenzauber wirken und muss dabei nicht mal die Reichweite der Zauber beachten. Das heißt, ganz hier hinten könnte irgendwann eine Ranke liegen. Und der Baum kann in der Aufstellungsphase einen Rankenzauber dann dort hinten auf diese Ranke spielen. Allerdings muss er Sichtlinie haben, darf nicht durch eine Mauer in irgendeiner Art und Weise blockiert sein. Sonst kann er da keinen Zauber drauf wirken. Rankenzauber gibt es jede Menge. Es gibt also Pflanzen, Schwörungen, zum Beispiel die Corrosive Orchid, also die Orchidee, die angreifen kann. Und verrostend Marker auf den Gegner bringen kann, die immer sehr gerne gespielt wird. Dann kann sie gleichzeitig auch noch einen Ausrüstungsgegenstand auflösen. Dann gibt es den Nachtschatten-Lotus, der einen Gegner einschläfern kann. Dann gibt es natürlich die üblichen Pflanzenkreaturen, die den Schnapper, den Dornpeitscher und wir haben auch den Krallator, den Riesenwurm oder aber auch den Raptor-Vine. Fällt mir gar nicht ein, wie er auf Deutsch heißt. Gibt es also jede Menge Kreaturen, die der Baum da spielen kann. Zudem auch, und das ist sehr interessant, in der Aufstellungsphase eine Schlingpflanze oder eine Würgepflanze. So, der Kriegsmeister macht jetzt was, was man nicht so oft sieht. Er hat hier einen Außenposten hingestellt. Der funktioniert eigentlich am besten mit der Kaserne. Die Kaserne könnte man also auch hinten in die Ecke stellen, da ist sie am sichersten. Und den Außenposten könnte man auch hierher spielen, damit man diese Kreatur direkt an die Front bringen kann. Er hat jetzt noch nicht mal die Kaserne draußen, hat also seine Hauptaktion benutzt, um die Panzergarde zu spielen. Er hätte sie eigentlich auch bei sich in die Zone stellen können. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, warum er sie hier unten in der Eckzone rausgebracht hat. Hier oben ist die Panzergarde bestimmt besser aufgehoben. Einerseits, um hier den Zwerg zu beschützen, andererseits, um die Schmiede zu beschützen. Aber vielleicht weiß Ermo etwas, was wir nicht wissen. Seine Strategie ist wohl noch nicht so ganz klar ersichtlich. Die Druidin hat sich jetzt schon zweimal verzaubert. Ja, die Druidin hat sich jetzt schon zweimal verzaubert. Jetzt gibt es hier noch ein paar. Jetzt sehen wir es. Ein Ring, aha.
auch nur einmal verzaubert, gab es ein Problem mit dem Aufdecken. Also die Druidin hat sich scheinbar den Verzauberring rausgenommen, um dann eine Verzauberung zu sprechen und bei der Verzauberung selbst nur ein Mana zu benutzen. Das ist natürlich gut, wenn man viel mit Verzauberungen spielt, haben wir in anderen Spielen auch schon gesehen. Oftmals ist das Mana so knapp, was man in der Runde verwendet, dass man am Ende eventuell nur noch ein Mana übrig hat. Und dann lohnt sich das immer, eine Verzauberung für ein Mana nochmal schnell drauf zu spielen, die man gar nicht aufdecken muss in dieser Situation, einfach um die Aktion nicht zu verschwenden. Der Kriegsmeister hat, bevor er die Wache hier rausgenommen hat, die Panzergarde, hat er einen Ring des Generals rausgenommen, einen Siegelring des Generals, und der hilft ihm dabei, Kreaturen ein bisschen günstiger aufs Spielfeld zu bringen. Das ist der übliche Discount-Ring, den man auch von anderen Magiern und anderen Schulen kennt. Eben hier für den Kriegsmeister ist auch neu mit Forged in Fire. Also Kriegsmeister werden dadurch ganz ordentlich nochmal stärker gemacht. Lohnt sich also, nochmal den alten Kriegsmeister auszupacken, mit dem neuen Kriegsmeister zu vergleichen. Was gefällt mir da jetzt besser? Mag ich lieber die Veteranen, um meine Kreaturen zu stärken? Oder benutze ich hier lieber die Runen, um den Magier an sich selbst stärker zu machen? Muss man sich mal angucken. Bietet ganz verschiedene taktische Möglichkeiten in der Arena. Lohnt sich ein weiterer Blick für die, die den alten Kriegsmeister schon abgeschrieben haben, weil er aufgrund seiner Schule und dafür, dass er für Arkanzauber dreifach bezahlt, eben nicht so gerne gewählt wurde, weil er einfach nicht so flexibel war. So, was können wir hier jetzt erwarten? Der Kriegsmeister hat also die Wache rausgenommen. Die eignet sich ja weniger zum Angriff. Mit drei Würfeln kann man das vernachlässigen. Ich denke nicht, dass die Wache jetzt hier in der Ecke steht, um zum Baum durchzulaufen. Das wäre keine so gute Kreatur dafür geeignet. Der Baum hat, wie gesagt, jetzt 12 Leben und 2 Rüstung, weil er die Baumbindung eingegangen ist. Und selbst wenn hier die Wache mit 3 Würfeln angreift auf 2 Rüstung, das Gebrochene vielleicht 1 bis 2 Schaden, und die regeneriert der Baum sowieso weg. Das heißt, der könnte diesen kleinen Zwerg mit seinem Hammer fast schon ignorieren, und selbst wenn der Schaden mal höher wird, kann der Baum seinen Schaden auch auf die Druidin transferieren. 2 pro Runde, genau wie die Druidin Schaden auf den Baum transferieren kann. Das ist das Tolle an der Baumbindung. Ja. So, die Runde 3 beginnt jetzt. Schauen wir mal auf das Mana. Strandigel hat mit seiner Druidin sehr viel Mana, wird sehr wahrscheinlich jetzt mal den Baum benutzen. In der letzten Runde ist der Baum nicht benutzt worden. In der letzten Runde ist der Baum nicht benutzt worden. Das sollte man sich vorher überlegen, wenn man also einen Spawnpoint, eine Zauberquelle benutzt, wie zum Beispiel die Schmiede hier oder auch wie den Baum, dann ist es immer gut, wenn man wirklich versucht, jede Runde diesen Spawnpoint zu nutzen, denn es geht nicht nur darum, dass der hier Mana generiert und man dadurch mehr Mana generiert als der Gegner, sondern dass man eine zusätzliche Aktion bekommt. Das ist der Hauptvorteil von so einer Zauberquelle, und diese Aktion möchte man nutzen. Wenn man eine Zauberquelle rausbringt und die Aktion nicht nutzt, dann ist das Mana für diese Zauberquelle eher verschwendet. Natürlich gilt das beim Baum nur bedingt, denn der hat auch noch andere Funktionen, wie das Transferieren von Schaden und die Regeneration. Aber bei einer Kaserne zum Beispiel oder bei einem Tor nach Voltari oder einer Behausung von Tiermeister, die sollte man wirklich jede Runde versuchen zu benutzen. Ansonsten hätte man das Mana auch besser investieren können. Wer nur mit 2 Tieren im Deck spielt, der braucht zum Beispiel keine Behausung. Die kann er auch einfach so auf die Platte bringen und die 15 Mana für die Behausung sparen. Ich bin mal gespannt, ob
das hier jetzt benutzt wird. Ich denke mal, um sein Mana 23 hier endlich mal an den Mann zu bringen, 25 mit dem Baum sogar, wird hier bestimmt ein Zauber benutzt hier von dem Baum. Selbst könnte er noch eine weitere Verzauberung spielen durch den Verzaubererring. Wenn man den einmal pro Runde benutzt, dann kann der die Kosten verringern. Wenn man jetzt den Ring rausnimmt und überhaupt keine Verzauberung spielt oder nur eine in 10 Runden, dann lohnt sich der Ring natürlich nicht. Dann hätte man auch auf den verzichten können. Der Kriegsmeister. Welche Taktik könnte der jetzt hier noch verfolgen? Er hat 11 Mana, möchte von der Schmiede was rausbringen. Also unwahrscheinlich, dass er diese Runde noch eine Kreatur rausnimmt. So einen kleinen Goblin zu beschwören mit seiner Hauptaktion, das ist eher verschwendet. Kriegsmeister sollte sich eher auf Kreaturen stützen, die ihm, die auch mal einen Angriff abfangen können, ohne gleich ins Gras zu beißen. Denn wenn eine Kreatur ins Gras beißt, dann ist das Mana verloren. Aber eine Kreatur, die einen Angriff abfängt und dann das überlebt, die könnte auch noch geheilt werden, bewacht werden und immer noch effektiv sein. Das heißt, er hat jetzt hier nochmal das Moonglow-Amulett rausgenommen. Das erhöht seine Mana-Sammlung um 1. Und hier sehen wir jetzt eine offensive Ranke auf den Kriegsmeister vom Baum. Die Ranken sind also schon bis zu ihm hin gewachsen. Und diese Ranke hier, dieser Weinmarker, der wird jetzt verbraucht dadurch, dass der Baum die Ranke auf den kleinen Zwerg hier gespielt hat. Ich weiß nicht, was der Sinn und Zweck dahinter ist. Natürlich, ein Zwerg, der erstmal am Boden festgewurzelt ist, ist weniger Bedrohung, aber dieser Zwerg ist ohnehin keine Bedrohung. Der baut sich hier erstmal schön auf mit dem Amulett, sorgt dafür, dass er mehr Mana bekommt. Scheint ohnehin gerade nicht vorgehabt zu haben, hier lang zu preschen, um dem Gegner mit seinen Fäusten eins auszuwischen. Ja. Gut ist es natürlich, die Kriegsherren, da sie dreifach für Arkanzauber bezahlen, der kommt hier gar nicht so leicht aus dieser Schlingpflanze raus. Der hat wahrscheinlich eher weniger Teleportzauber dabei. Teleport ist der einzige Zauber, der einem helfen kann, hier rauszukommen. Außer, ja, es gibt noch einen anderen Zauber, aber der ist jetzt zu vernachlässigen, aus der Heiligen Schule, der auch eine Art Teleport ist. Aber Teleport könnte einen hier also aus dieser Schlingpflanze befreien. Wenn man keinen Teleportzauber hat, muss man entweder dran stehen bleiben oder die Schlingpflanze zerhauen. Das geht nur im Nahkampf. Fernkampfangriffe können die nicht ins Ziel nehmen. Wenn der Zwerg jetzt ohnehin gar nicht vorgehabt hat, hier diese Position zu verlassen, würde er sie sagen, boah, dann bleibe ich halt da stehen, das ist mir ganz egal, dann bin ich halt festgewurzelt. Wenn er aber vorhatte, hier mobil zu sein, eventuell mal den Gegner zu besuchen, dann würde er sich wohl mit dieser Schlingpflanze in irgendeiner Art und Weise befassen müssen. Und Strandigel nutzt sein Mana, um eine der bösartigsten Kreaturen des Spiels auf das Brett zu bringen, den Stahlklauen-Grizzly. Eine Kreatur mit 15 Leben, unglaublich viel, die kriegt man gar nicht kaputt. 3 Rüstung dazu und im vollen Angriff 7 Würfel. Ich glaube, es gibt kaum eine Kreatur, die sich da mit ihm messen kann. Der Zwerg sprintet jetzt in Richtung des Baumes, ist verzaubert. Gehen wir mal davon aus, dass dieser Zwerg ohnehin gut genug gepanzert ist, dass er keine Schutzverzauberung mehr nötig hat. Dann wird das hier bestimmt eine offensive Verzauberung sein. Wenn es Bärenstärke wäre, dann könnten hier pro Runde 5 Würfel auf den Baum angewendet werden. Das ist dann schon ein Angriff, der nach 2-3 Runden ganz gute Ergebnisse erzielen kann, würde ich also sagen, dass Strandigel sich dann doch mit dem Zwerg beschäftigen muss. Da
das kann natürlich der Grizzly übernehmen. Eine andere Möglichkeit wäre, den Zwerg einfach hier in diesem Feld festzuwurzeln. Dann macht er erstmal auch eine ganze Weile nichts. Andere Möglichkeit wäre, hier eine Mauer hinzuspielen, dass der Zwerg oben rumlaufen muss oder sich mit der Mauer beschäftigen muss. Da gibt es ganz viele Wege als Druide. Das ist das Tolle. Man kann so eine Art Labyrinth aus Ranken und Dornen aufbauen, um den Gegner zu dirigieren. Dieser Zwerg alleine da unten wird nicht viel ausrichten können. Wenn er nämlich nicht auf Wache steht, dann hat er eine normale Verteidigung mit 9 plus und 33% sind jetzt nicht so gut. Da könnte der Christi ganz guten Schaden machen. Zumal wir davon ausgehen können, dass der Christi auch noch verzaubert wird. Hier sehen wir den Verzauberring. Der wird bestimmt nochmal verzaubert. Was würde sich für den Grizzly besser eignen als Bärenstärke, um hier den Zwerg oder den anderen Kriegsmeister anzugreifen? Auch denkbar wäre eine Schnelligkeitsverzauberung, damit er direkt in der nächsten Runde hier den Zwerg angreifen kann. Auch denkbar wäre Rouse the Beast, dafür hat er allerdings jetzt nicht mehr genug Mana, der Strandigel, das heißt, der Grizzly wird diese Runde nicht mehr aktiv werden können. So, da wird jetzt 3 Schaden hier auf die Schlingpflanze gemacht. 3 Schaden auf der Schlingpflanze, die hat 8 Leben, ist noch nicht so viel. Wie gesagt, ein normaler Angriff von dem Zwerg, der neue Zwerg, der hat keinen Battleskill, der ist nicht für den Nahkampf ausgerüstet oder trainiert. Der wirft nur mit 3 Würfeln auf den Gegner, hier auf die Schlingpflanze. Das heißt, die Schlingpflanze wird wahrscheinlich die nächste Runde auch noch überstehen. Und dann in der übernächsten Runde wird es dann gefährlich. Es sei denn, der Zwerg rüstet sich hier mit einer Waffe aus, die ein bisschen mehr Wumms hat oder verzaubert sich mit einer Angriffsstärke. Jawohl. Bisher würde ich sagen, ist der Droide hier ein bisschen besser aufgestellt, weil er die mächtigere Kreatur hat, die auf jeden Fall eine Gefahr darstellt hier. Der Zwerg ist jetzt nicht wirklich eine Gefahr, ganz egal, was er angreift. Der Baum, selbst mit Bärenstärke, wird nicht sofort verwelken und zusammenbrechen. Ganz geschickt war es, dass er jetzt die Initiative hat, der Ermo, und mit der Initiative zuerst zieht. Er kann also mit diesem Zwerg direkt mal hier den Baum angreifen. Der Grizzly kommt unter normalen Umständen jetzt nicht hin, um da zu helfen. Welche Möglichkeiten könnte man da haben, um den Angriff hier zu verhindern? Der Baum könnte in der Aufstellungsphase zum Beispiel einen Rankenschnapper hier in das Feld spielen. Und Strandigel könnte eine der neuen Verzauberungen von Fortune Fire verwenden, Defend, um dann den Rankenschnapper direkt auf Wache zu setzen in der einleitenden Schnellzauberphase. Dann könnte der Zwerg hier den Baum nicht mehr angreifen, müsste sich erst mit dem Rankenschnapper beschäftigen, der pro Runde regeneriert und sowieso relativ viel Leben hat. Das würde den Baum auf jeden Fall nochmal schützen. Und unser kleiner Zwerg hier, der Kriegsmeister, der sollte jetzt mal versuchen, nochmal eine Kreatur aufs Brett zu bringen, denn der steht hier so alleine. Das ist, glaube ich, auf Dauer nicht so ratenswert. Eine Kreatur aufs Brett zu bringen, gleichzeitig aber auch mit der Hauptaktion hier die Schlingpflanze anzugreifen. Das ist also jetzt ein kleines Dilemma. Was macht er? Er hat sich nicht rausteleportiert. Würde dafür sprechen, dass er vielleicht gar keinen Teleportzauber hat. Das heißt, er muss die im Nahkampf fertig machen. Und wenn er seine Hauptaktion verwendet, um die im Nahkampf zu besiegen, diese Schlingpflanze, dann kann er natürlich keine Kreatur herbeirufen. Mal angenommen, er macht das, dann hat er genug Mana hier für die Schmiede, um ganz gute Ausrüstung zu spielen, während er diese Schlingpflanze kaputt macht. Vielleicht eine Rüstung, um den anstürmenden Grizzly abzufangen. Und dann, nachdem die Schlingpflanze kaputt ist, kann er nochmal Kreaturen auf die Platte bringen, weil er dann hat er seinen Hauptangriff nochmal zur Verfügung.
Ich frage mich immer noch, was dieser Garnisonsposten hier unten bringen soll. Wenn ihr den Kriegsmeister benutzt, Garnisonsposten immer nur in Verbindung mit Kaserne spielen. Der Garnisonsposten ist ein Außenposten, genau wie die Kaserne auch. Und pro Außenposten erhält die Kaserne ein Mana mehr. Wir hätten hier also schon auf einer Kaserne pro Runde 2 Mana. Man könnte noch einen dritten Außenposten hier hinstellen. Dann wird die Kaserne pro Runde 3 Mana bekommen. Die Außenposten, die halten nicht viel aus. Die haben so viel Leben wie ein Mana-Kristall. Genau die gleiche Rüstung auch. Und kosten nur 4 Mana. Gegner muss sich eben überlegen, verschwendet er dann Aktionen drauf, diese Außenposten eventuell mit einem oder mehr Angriffen kaputt zu machen? Oder lässt er sie einfach und greift sofort den Gegner an oder die Kreaturen, die da rauskommen? So, der Zwerg, der wird jetzt hier unten festgewurzelt. Der macht jetzt erstmal gar nichts. Für 2 Runden mindestens kann diese Runde die Schlingpflanze angreifen. Geht aber davon nicht kaputt, die nächste Runde nochmal angreifen. Wenn er Glück hat, ist er weg. Und dann kann er in der übernächsten Runde nochmal agieren. Zwei Schlingpflanzen jetzt hier schon im Spiel. Die sind Level 1. Man kann 6 Stück davon haben. Die meisten Ruinen werden keine 6 Schlingpflanzen mitnehmen, aber wenn man hier mit dem Baum spielt, der diese Schlingpflanzen eben in der Aufstellungsphase spielen kann, dann ist es nie verkehrt, nur so 2, 3, 4 Schlingpflanzen mitzunehmen. Man kann damit ja auch nicht nur Kreaturen an Ort und Stelle festhalten, die dann mit fehlenden Teleportationszaubern auch eine ganze Weile erstmal da stehen. Vor allem, wenn sie getrennt sind und sich nicht gegenseitig helfen können. Zudem kann man Schlingpflanzen auch benutzen, um Wachen auszuschalten. Das wissen die allerwenigsten. Ich schaue mal gerade die Karte an. Target is restrained. Das ist das Entscheidende. Am Boden festgewurzelt, restrained, ein Ziel, was also am Boden festgehalten ist, das kann nicht als Wache einschreiten. Wenn also ein gegnerischer Magier, den ihr gerne angreifen würdet, von einer Wache beschützt wird, macht eine Schlingpflanze drauf und die Wache kann ignoriert werden. Natürlich, wenn ihr die Wache angreift, wird sie zurückschlagen, aber ihr müsst sie nicht angreifen. Ihr könnt dann sofort auf den Magier gehen und die Wache ignorieren. So, der Kriegsmeister spielt jetzt hier den Helm of Command, den Befehlshelm und bindet eine Formel dran. Er hat jetzt hier das erste Mal diese Rune benutzt, Rune of Power. Das heißt, wenn er diese Formel, diese Befehlsformel, die er hier jetzt dran gemacht hat, wenn er die verwendet, zahlt er immer ein Mana weniger dafür. Könnte ein Ansturm sein, könnte auch ein Power Strike sein, also plus 2 Würfel im Nahkampf. Das könnte er jetzt hier direkt schon benutzen, damit er die Schlingpflanze mit 5 Würfeln angreift. Und jetzt macht er hier eine Stahlwand hin. Die sieht man auch selten. Das ist die beste Wand überhaupt. Die hat das meiste Leben und die höchste Rüstung, eine Stahlwand. Sie ist dafür auch am teuersten. 8 Mana, und das ist jetzt erstmal ein Argument, ne? Da wird der Grizzly auch sich erstmal die Klauen wund schlagen dran. Die wird 2, 3, 4 Angriffen vom Grizzly standhalten, diese Wand. Und es ist fraglich, ob Strandigel seine Grizzly-Aktion verwenden will, um hier durch die Wand zu brechen. Das glaube ich nicht. Der wird sich jetzt hier unten diesen Zwerg schnappen, um den im Nahkampf anzugehen. Denn der hat eine Verzauberung und an sich kostet er 11 Mana. Das heißt, da sind schon 13 Mana investiert worden und eine weitere Aktion eben für diese verdeckte Verzauberung, die noch nicht aufgedeckt ist. Das wäre schon mal ein erstes Ausrufezeichen in diesem Spiel, wenn man diesen Zwerg hier jetzt kostengünstig entsorgen könnte. Vielleicht einfach so im Vorbeilaufen, da er eh, falls er auf die andere Seite möchte, hier oben rum oder hier unten rum
laufen muss. Da kann man einfach hier unten rumlaufen und mal schauen, was der erste Schlag anrichtet. Wenn der ganz gut trifft, in der nächsten Runde hat der Initiative, der Strandigel, dann kann er direkt mit dem zweiten Schlag nochmal draufhauen. Wenn es durch die Verteidigung geht, dann sieht es böse aus hier für unseren kleinen Zwerg. Andere Möglichkeit wäre, die Droidin könnte dem Grizzly die Adlerschwingen verzaubern, dass er hier einfach über die Mauer drüber fliegt und den Kriegsherrn, der hier ganz alleine auf weiter Flur steht, bisher ohne Verteidigung, um den mal ordentlich einzuheizen. Da wäre der Grizzly natürlich besonders gut geeignet, denn wenn der im gleichen Feld steht und immer seine volle Attacke macht, der Zwerg ist ja festgewurzelt, dann rumst es richtig. Ah, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Also der Grizzly greift jetzt hier mit Falkenpräzision an, um die Verteidigung des Zwergen zu umgehen. Die kann hier nicht mehr benutzt werden. Der Grizzly schlägt einfach vorbei, allerdings nur mit 5 Würfeln. Ehrenstärke sollte da auf jeden Fall noch drauf, damit der Grizzly richtig schön festhaut. Dann mit 6 Schaden auf 3 Rüstung. Das sind 3 Schaden. Schon mal die Rüstung ein bisschen angekratzt. Ach ja, 4 Schaden hat er durch Dringen 1. Also sagen wir mal 4 Schaden. Ein Drittel des Lebens ist schon weg. Jetzt wird der Zwerg nochmal gerade zurückschlagen, weil er auf Wache war. Nächste Runde könnte die Bärenstärke auf den Bären verzaubert werden und dann greift er wirklich mit 9 Würfeln an. Das ist unvermeidbar, weil das da noch drauf ist und der Kriegsmeister hat keine Möglichkeit, da rechtzeitig hinzukommen, um es runterzunehmen. Das heißt, 9 Würfel durchdringen 1 und der Zwerg hat noch 8 und 2 Rüstung. Ist die Chance relativ gut, dass der Zwerg dann nächste Runde schon wieder tot ist. Und was für ein Mana hat die Droidin dann dafür investiert? Naja, 5 Mana für die Schlingpflanze, das war alles. Der Bär, der wird seine Verzauberung noch behalten und eventuell gegen weitere Kreaturen dann einsetzen können. Naja, nicht verkehrt. Und der Zwerg hat unglaublich Glück. Der greift jetzt hier die Schlingpflanze an und die Schlingpflanze geht wirklich kaputt. Er hat 3 Würfel gewürfelt und hat 6 Schaden gemacht. Das war die Schlingpflanze. Und selbst der Zwerg hat mit seinen 3 Würfeln im Gegenschlag auf den Grizzly nochmal 2 kritische Schaden hier reingehauen. Aber das juckt den Grizzly nicht. Zumal die Droidin bestimmt einige Regenerationszauber dabei hat, um den Grizzly im Notfall nochmal heilen zu können. Die Droidin läuft jetzt dem Grizzly hinterher und verzaubert ihn. Ah, sie schiebt ihn in Richtung des Zwergen. Diesen Machtstoß, der war sicher dafür geplant, den Grizzly auf den Zwergen zu hetzen. Nun ist der Zwerg aus der Schlingpflanze raus, könnte also weglaufen vor dem Grizzly. Würde dafür sprechen, dass hier Strandigel in dieser Runde nochmal eine Schlingpflanze auf den Zwerg spielt, damit der Grizzly rankommt und der Zwerg ihm nicht mehr entkommen kann. Oder aber er beschwört nochmal eine Kreatur, die ihn gegen den Grizzly verteidigen kann. Wäre hier noch eine Wache denkbar. Allerdings muss er damit rechnen, dass auch diese Wache schnell entsorgt wird. Denn hier diese unabwendbare Attacke, die der Grizzly machen kann, da halten die normalen Kreaturen auch nicht unbegrenzt lange durch. Der Grizzly, der hält so viel aus, der kann schon einiges einstecken von diesen 3 Würfelattacken der Panzergarde. Ja. Man sieht also, die Droidin verfolgt die Strategie hier, direkt den Magier anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, was er hier tun kann. Ich
Hätte vielleicht erstmal hier diese Wache entsorgt, um auf Nummer sicher zu gehen, um erstmal den Mana-Vorteil zu haben. Ansonsten wird diese Wache irgendwann die Schlingpflanze zerstören, wenn sie nicht weiter beachtet wird. Und dann ist sie auf einmal wieder im Spiel und kann reagieren. Es mag sein, dass es dann zu spät ist, um nochmal was zu machen, aber es könnte dann doch nochmal nervig sein. Und deshalb wäre es vielleicht die bessere Möglichkeit, hier diese Wache erstmal zu besiegen, um nicht im Hinterland hier mit ungebetenen Gästen klarkommen zu müssen. So, der Kriegsmeister hat eben im Nahkampf angegriffen und damit Mana gespart. Und kann jetzt nochmal die Schmiede benutzen. Er hat bisher noch keine Rüstung. Er hat noch keine Rüstung. Das bedeutet, der Chrisley wird hier harte Treffer landen, wenn er erstmal rankommt. Wenn der Zwerg hier mit Rüstung spielt, dann muss er schon ein bisschen mehr rausnehmen. Der Chrisley hat Durchdringen 1, das heißt eine normale Rüstung, die mit zwei Rüstungswirkungen auf dem Zwerg besteht, die hält natürlich den Chrisley nicht auf. Ja? Da muss man dann schon mit vier Rüstungen anfangen. Das wäre dann schon mal ein normaler Wert, wo man sagen könnte, der Chrisley, der wird da auf Dauer erstmal abgeblockt. Die Angriffe von dem sind dann nicht so wild. Und was spielt er? Einen Ring of Command, einen Befehlsring. In Kombination mit dem Helm of Command ist das natürlich eine tolle Sache. Der Ring verringert die Befehle um 1, die Rune verringert die Befehle um 1. Je nachdem, was das dann hier für eine Formel ist, kann man die sogar umsonst sprechen. Also ein Power Strike, der normalerweise 2 Mana kostet, der kann hier umsonst gesprochen werden. Die Battle Commands, Battle Orders hier, die ihr auf der Karte da gerade seht, die Schlachtbefehle des Kriegsherrn, derer es 3 gibt, sind andere als die des Ork-Kriegsherrn. Wir haben hier einmal Take Aim, da werden Fernangriffe mit Durchdringen 2 verstärkt. Dann haben wir Quick March, einmal die Schnelligkeit an Kreaturen weitergeben. Und wir haben Hold the Line für Wachen, die bekommen dann eine Rüstung und Abhärtung 2. Die können also jetzt auch mit dem Ring kostenlos gesprochen werden. Auch eine feine Sache. Aber bringt natürlich nur was, wenn man Kreaturen hat, die davon profitieren können. Ja, und die hat er jetzt hier nicht. Das heißt, ich bin nicht so sicher, was das hier bringen soll. Der Zwerg wird nochmal mit einer Schlingpflanze verzaubert, damit er hier nicht weg kann. Und ja, wie erwartet, der Bär wird also sich direkt dem Zwerg hier nähern, der immer noch keine Rüstung draußen hat. Er hat zwar eine geheime Verzauberung, aber selbst wenn es Nashornhaut ist, wie gesagt, zwei Rüstungen bringen hier nicht so viel. Der Bär, der wird sich da freuen und immer kräftig reinhauen. Vermutlich wird der Bär jetzt hier nochmal eine Verzauberung bekommen. Die Druidin wird also nochmal versuchen, den Verzauberring zu nutzen. Das sollte sie jedenfalls. Bärenstärke oder Schnelligkeit sind hier angebracht, um den Bären zu nutzen. Vielleicht sogar beides. Vom Mana her wird es auf jeden Fall reichen. Geht genau. Ah, hat sogar noch ein Mana dann übrig. Also Schnelligkeit und Bärenstärke könnte dann der Bär reinlaufen und sogar noch angreifen. Und der Kriegsherr geht gegen den Bären vor. Er hat einen sehr teuren Arkanzauber in seinem Deck, Dispel, und nimmt jetzt hier die Falkenpräzision vom Bären runter. Vergessen, das Mana vom Baum runterzunehmen.
So, die unvermeidbare Attacke ist jetzt weg. Ich weiß nicht. Das wird natürlich nur was bringen. Also das ist nur von Bedeutung, wenn der Kriegsmeister jetzt auch mal noch eine Verteidigungsausrüstung rausnimmt, wie am Anfang die erwähnten Reflexstiefel. Ansonsten war diese Aktion ein bisschen verschwendet, denn ja, der Buff würde dem Bären überhaupt nichts bringen, wenn hier keine Verteidigung eingesetzt wird. Da hätte ich eher gewartet, bis Bärenstärke oder sowas drauf ist, den Angriff einmal geschluckt und dann den Beseitigungszauber darauf gesprochen. Beseitigungszauber haben Kriegsherren normalerweise nicht so viel, weil er einfach teuer ist. Er kostet 3 Punkte, wenn man sein Deck baut, weil es ein Arkanzauber ist. Den einfach nur so rauszuhauen, für den erstbesten Zauber, der hier in Reichweite kommt. Ja, wir werden sehen, was er damit verfolgt. So, die Druidin läuft jetzt nochmal hier dem Bären hinterher und lässt den kleinen Zwerg hier einfach stehen, der letzte Runde Wache gehalten hat und es verfehlt hat, hier seine Schlingpflanze anzugreifen. Und folgt dem Bären, also dieses Team hier, Druiden und starke Kreatur, marschieren einfach in Richtung des Gegners und werden ihn angreifen wollen. Die Druidin ist mal vorrangig dabei, um den Bären zu unterstützen, sei es nun mit Zaubern oder aber mit Formeln. Hier wird der Bär zum Gegner teleportiert. Der Gegner ist mit der Schlingpflanze hier festgewachsen und kann hier nicht entkommen. Es sei denn, er hat einen Teleportationszauber vorbereitet, was unwahrscheinlich ist, um da rauszukommen. Der Bär steht jetzt also vor der Haustür, reibt sich schon die Hände, freut sich, dass er hier mal ordentlich reinhauen kann. Und die Druidin hat noch ihre Schnellzauberaktion, um den Ring zu nutzen, der hier nochmal Bärenstärke angebracht. Und jetzt deckt er hier die Bärenstärke auf. Bei dem kleinen Zwerg, der schon angeschlagen ist. So, jetzt ist die Situation eingetroffen. Der hat nämlich die Bärenstärke drauf. Der kann die Schlingpflanze jetzt mit der Zeit mit 2 Aktionen durchschnittlich kaputt machen. Und dann ist er frei. Und dann haben wir hier den Feind im Hinterland. 5-Würfel-Feind. Ah, sollte man vielleicht nicht so lange ignorieren. Da kann was ins Auge gehen. Und der Zwerg versucht jetzt hier die Schlingpflanze anzugreifen. Und ein unglaublicher Treffer. Was soll man dazu sagen? 5 Würfel, 10 Schaden, die Schlingpflanze ist Geschichte. Wahnsinn. Also, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Erst trifft der Kriegsmeister mit 3 Würfeln, 6 Kritische, also volle Ausbeute. Und jetzt hier der kleine Zwerg mit 5 Würfeln und 10 Schaden. Juli sagt dann auch zum Scherz, dass der Ermo hier Akiro, dem Gott des Kriegsglücks und des Würfelglücks, hier so 21 Jungfrauen geopfert haben muss, damit das klappt. Ja, wir wissen es nicht. Wenn das so weitergeht, könnte die Druidin hier nochmal in Schwierigkeiten geraten. So, der Zwerg hat seine Aktion gemacht. Die Druidin ist jetzt dran und das bedeutet, der Christi ist dran. Klauen sind geschärft. Und der wird jetzt hier entweder den Zwerg angreifen oder die Schmiede. Ich glaube, es wäre gar kein unkluger Zug, die Schmiede zuerst wegzuräumen. Wenn der wirklich Bärenstärke bekommt und mit 9 Durchdringen 1 angreift, da reicht genau ein durchschnittlicher Wurf, um die Schmiede zu entsorgen. Und bevor hier irgendwelche Rüstungsgegenstände nochmal rauskommen, ja, diese Bedrohung, wenn man davon ausgehen kann, dass eine Beschwörung überhaupt eine Bedrohung sein kann, aber ja, diese Zauberquelle aus dem Spiel zu nehmen, um dauerhaften Vorteil zu bekommen. Oder Strandigel sagt sich, na,
Ich riskiere es. Mein Bärchen hat ohnehin durchdringen, selbst wenn er eine Rüstung rausnimmt. Ich greife jetzt den Zwerg an, um in 2, 3 Runden zu gewinnen. Vielleicht ein bisschen unterstützt mit dem Magier. Da stehen jetzt beide Wege offen. Hier gibt es jetzt eine kleine Pause, ich weiß nicht warum. Vielleicht überlegt der Strandigel, was er genau machen soll. Obwohl, muss man eigentlich nicht viel überlegen hier. Der Bär wird ohnehin irgendwas angreifen. Die Frage ist, wird der Bärenstärke bekommen oder nicht? Gibt hier scheinbar einen Fehler, also Juli ist aus dem Spiel geflogen und das verursacht hier bei den anderen Mitspielern einen kleinen Fehler. Das ist ein Problem hier mit Octagon. Das kann mal passieren. Wir warten mal noch kurz. Joa. Jetzt ist er wieder da. Juli ist aus dem Spiel rausgeflogen und das Fenster Warte auf den Spieler ist jetzt weg. Gut, weiter geht's. Also, der Bär greift an. Scheinbar keine Bärenstärke. Und greift einfach nur mit 7 Würfeln an. Bärenstärke hätte jetzt noch genau gereicht mit dem Ring. Warum macht er das nicht? Fragen über Fragen. 7 Treffer auf den Zwerg, sofern er keine Rüstung umdreht. Kann es noch aufdecken, aber ja, wird der Schaden nur um 1 verringert. Das ist nicht so tragisch. So, nächste Runde hat der Zwerg die Initiative und der sollte sich jetzt mal überlegen, was er mit diesem Bären macht, der hier vor der Haustür steht. Das kann er nicht lange durchhalten, da ist das Spiel gelaufen. Allein schon durch diese Schlingpflanze hier könnte das Spiel entschieden sein. Und jetzt geht nochmal der Gegenangriff. Er greift nicht die Schlingpflanze, sondern er greift den Bären an. Er wird sich also scheinbar damit abfinden, hier eine ganze Weile stehen zu bleiben. Greift an, es macht dem Bären überhaupt gar nichts. 3 Schaden auf 3 Rüstungen. Der Bär lacht, das durchdringt nicht mal seinen Pelz. Der fühlt sich gekrault, der mag das. Der braucht das. Wenn er schon keine Streicheleinheiten hier von dem kleinen Zwerg oder der Droidin bekommt, dann muss er sich sie von dem Kriegsherrn holen. Nächste Runde wird der Bär sich bestimmt dafür revanchieren und mal seine Version von Streicheleinheiten hier ins Spiel bringen. Aber ob das hier dem kleinen Zwerg gefällt, da bin ich mir nicht so sicher. So, die Runde ist beendet. Wir haben noch den Schnellzauber von Strandigel. Er benutzt ihn nicht. Das ist, glaube ich, kleine Ungeschicktheit. Wenn ihr spielt, achtet immer darauf, dass ihr möglichst alle Aktionen verwendet. Man sollte nie für eine Aktion passen. Gerade wenn man hier den Ring hat, sollte man versuchen, jede Runde eine Verzauberung zu spielen. Ein Mana kostet das Ganze. Bärenstärke hat dem Bären jetzt hier nochmal gut getan. Er hatte 4 Mana. Da hätte eigentlich nochmal was gespielt werden können. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Zwerg hier unten ist jetzt frei. Der hat keine Schlingpflanze. Bisher wurden 3 Schlingpflanzen gespielt.
Bisher wurden drei Schlingpflanzen gespielt. Hat er noch eine vierte, um hier auf den Zwerg nochmal eine zu spielen, um den nochmal an Ort und Stelle festzunageln? Oder sagt er sich, egal, der kann ruhig den Baum angreifen, der Baum wird schon zwei, drei Runden durchhalten. Und er geht selbst hier oben mit auf den Kriegsherrn. Druid im Nahkampf. Ja, Bärenstärke auch nicht zu verachten, kostet dann zwar nochmal ein bisschen Mana, aber würfelt dann auch mit 5 Würfeln. Auf einen Zwerg, der keine Rüstung hat, ist das nie verkehrt. Wird ein Zauber hier für den Baum vorbereitet? Ja oder nein? Ja, da kommt was. Also er hat jetzt die Möglichkeit, hier eine Schlingpflanze hinzuspielen, auf den Zwerg wieder. Oder er erweitert seine Vines, seine Ranken in dieses Feld, wo der Zwerg fest sitzt und spielt hier nochmal ein paar Pflanzenkreaturen hin. Die helfen dem Zwerg, richtig schön viel Schaden zu machen. Da eignet sich da natürlich nicht der Dornenpeitscher, weil der nur 3 Würfel würfelt und den Zwerg hin und her ziehen könne. Nein, der Zwerg ist fest gewurzelt am Boden. Da wird dann eher der Rankenschnapper oder der Raptor-Vine zum Einsatz kommen. Ermo erwartet noch eine Tangle-Vine. Ich weiß nicht, hat er 4 Schlingpflanzen im Deck? Oder hat er es nicht? Alternative wäre auch noch eine Würgepflanze. Die könnte den Zwerg hier erwürgen und guten Schaden machen. Pro Runde 1 Schaden mehr, kostet dann allerdings auch immer Erhaltungskosten für den Druiden. Aber ist eine ganz gute Möglichkeit hier, um auch mal ein bisschen Schaden auf die Kreaturen rüberzubringen. Weil es auch durch die Rüstung geht, ist direkter Schaden, was die Würgepflanze anrichtet. Wird hier nochmal was von der Schmiede rausgeholt. Also jetzt spätestens sollte mal der Kriegsmeister anfangen, die Rüstung aufzubauen. Einen Angriff hat er schon bekommen. Er hat die Verzauberung nicht umgedeckt. Das spricht dafür, dass es keine Rüstung ist. Und jetzt kommt hier die Lederhandschuhe kommen jetzt als kleiner Anfang. Macht dem Bär natürlich nichts. Das wird sein Durchdringen 1 genau aufheben. Also, Bär macht immer noch vollen Schaden auf den Zwerg. Eine Rüstung reicht gegen den Bär nicht. Das ist eine Rüstung wie keine Rüstung. Und der Baum nimmt sich jetzt hier nochmal die Bloodspine Wall raus. Er hat also scheinbar keine Schlingpflanze mehr. Und er blockiert jetzt den Weg, den direkten Weg zum Baum. Der kleine Zwerg hier muss jetzt also überlegen, wenn sein Ziel gewesen ist, den Baum anzugreifen und zu vernichten, wovon man ausgehen kann, sonst wäre er da niemals hingelaufen. Stürzt er sich durch das Gestrüpp, nimmt eventuell hin, dass er eine Blutung auf sich kassiert, vielleicht sogar ein bisschen Schaden, denn die Dornen hier, die haben auch nochmal 2 Durchdringen. Und sowieso unvermeidbar, also die Verteidigung bringt ihm auch nichts. Es wird ihm ein bisschen Schaden machen, eventuell einen Blutungseffekt. Und dann ist tickt die Uhr für unseren kleinen Zwerg hier. Aber ein paar Runden wird er bestimmt noch überleben, wenn er sich jetzt hier durchstürzt und könnte den Baum ein bisschen Schaden machen, eventuell den Baum kaputt machen. Was passiert jetzt? Oh, ich glaube, hier gibt es ein Problem. Ermo ist noch kein so erfahrener Spieler, 40 Spiele gemacht mit Freunden und ja, wenn man immer mit den gleichen Freunden spielt, kann es schon mal sein, dass sich Fehler einspielen. Er versuchte jetzt hier von diesem Feld dort rüber zu teleportieren. Das geht natürlich nicht, weil die Mauer die Sichtlinie blockiert. Das heißt, er kann sich nicht durch die Mauer teleportieren, er beamt sich jetzt da oben hin, 2 Felder weg, um den Bären zu entgehen. Und damit, die Schlingpflanze wird nicht mitgenommen, die ist hier in dieser Zone, eine Beschwörung kann nicht
teleportiert werden, die ist an die Zone angehängt sozusagen. Das heißt, der Zwerg beamt sich raus, die Schlingpflanze alleine kann nicht bestehen, wird aufgelöst. Wie vorhin schon beschrieben, Teleportation als Möglichkeit, einer Schlingpflanze zu entgehen. Jetzt steht der Zwerg hier oben und der Bär kann sich erstmal nichts machen, der könnte sich jetzt hier mal mit der Schmiede beschäftigen. Der Zwerg hat jetzt die Möglichkeit, seinem anderen Kollegen, hier seinem Zwergenkollegen zu helfen, indem er hier auch in Richtung des Baumes läuft, um sich hier auf den Baum zu konzentrieren. Das würde aber bedeuten, dass er außer Reichweite und außer Sichtlinie seiner Schmiede läuft und die dann also praktisch auch schon abgeschrieben hat. Jedenfalls könnte er jetzt erstmal den Bären so entkommen. Die Frage ist, was hat Strandigel vorbereitet? Doch hoffentlich eine Verzauberung für den Bären, sonst hat er den Ring wieder nicht genutzt. Und Strandigel wird bestimmt den ein oder anderen Teleportations- oder Machtstoß haben. Teleportationszauber, Machtstoß, um den Zwerg hier nochmal in Position zu bringen, damit der Bär besser angreifen kann. So, und unser kleiner Zwergenfreund benutzt sofort seine Aktion, um sich mal der Druidin zu widmen. Er sagt sich also, nee, hier durch die Mauer möchte ich mich nicht stürzen. Der Baum ist vielleicht doch gar nicht so wichtig, wie ich ihn am Anfang eingeschätzt habe. Ich schenke der Druidin jetzt mal ein mit 5 Würfeln. Und wir wissen ja, Zwerge hauen kräftig zu, das haben wir eben schon gesehen. Und er kriegt schon wieder ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. 7 Schaden auf die Druidin. Hier hat jetzt die Möglichkeit, hier nochmal eine Verzauberung aufzudecken. Macht sie nicht. Macht sie im Nachhinein, als der Schaden schon drauf war. Und der Schaden wird dadurch nochmal verringert. Also 5 Schaden. Sie deckt hier Baskin auf. Weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist diese Spezialverzauberung, die nur die Druidin benutzen kann. Ist eigentlich 2 in einem. 2 Rüstung wie Nashornhaut und 2 Regenerationen wie Nachwachsen auf einmal in einer Verzauberung. Weil das aber so verdammt gut ist, kostet es auch Erhaltung plus 2 pro Runde. Am Anfang einer Runde ist das zu zahlen. Gibt da übrigens einen kleinen Trick. Die Rüstung wird natürlich oftmals gebraucht, aber wenn jetzt der Druide voll geheilt ist und die Regenerationswirkung nicht mehr benötigt wird, dann können diese 2 Erhaltungskosten ein bisschen nervig sein. Und man kann sich dann entscheiden, diese Erhaltungskosten einfach nicht zu zahlen. Dann wird die Verzauberung, weil sie Cantrip hat, ich glaube es heißt Trick auf Deutsch, wird die nicht komplett aufgelöst, sondern sie kehrt ins Zauberbuch zurück. Und da man als Besitzer der Verzauberung in der Erhaltungsphase ganz am Anfang die Reihenfolge der Effekte bestimmen kann, könnte man also nochmal Regeneration wirken lassen und dann sagen, nö, ich bezahle hier diese Erhaltungskosten nicht und dann kommt die Verzauberung weg. So hat man da nochmal die Regeneration einmal wirken lassen, ohne dass man in der Runde die Erhaltungskosten zahlen muss. So, Juli ist nicht mehr da, um hier, glaube ich, für die Regelerklärungen zu sorgen. Deshalb muss ich das mal ein bisschen nebenbei machen. Also, der Zwerg ist jetzt zu seiner Wache gelaufen, hat sich einmal mit einem Machtstoß in die Richtung hier gedrückt und dann eine Zone weitergelaufen. 2 Zonen hätte er nicht laufen können. Einerseits ist die Droidin hier, andererseits ist hier der Weinmarker, da hat beides behindert ihn. Durch den Machtstoß kommt er aber jetzt in die Zone von seinem Zwerg, kann sich sozusagen mit seinem Kompagnon vereinen. Der Zwerg kann jetzt Wache halten, um die Angriffe des Grizzlies abzuwehren. Und ja, wird das Spiel nochmal ein bisschen verlängern. Der Zwerg ist also nochmal in Reichweite seiner Schmiede, ist bei seinem Zwerg und eigentlich auch gar nicht so weit weg vom Baum, um da einen Angriff zu starten. Und der Christli hat sich
Strandigel hat also den Grizzly von der Schmiede abgezogen. Ich glaube, das war ein Fehler. So eine Schmiede sollte man, wenn man die Chance hat, mit dem Grizzly direkt aus dem Spiel nehmen, die Schmiede stehen zu lassen. Gerade diagonal, wo man die Sichtlinie echt nicht gut blockieren kann. Da bräuchte man zwei Mauern hier. Die Schmiede stehen zu lassen, auf Dauer wird dem Zwerg einen guten Aktionenvorteil einbringen. Denn wie wir gesehen haben, der Baum, naja, kann zwar eine Schlingpflanze spielen oder eine Mauer spielen, aber die sind nicht so wirkungsvoll wie hier Ausrüstungsgegenstände. Und auf Dauer ist die Schmiede dann doch ziemlich nervig. Das wird Strandigel auch noch merken, wenn er sie länger stehen lässt. Ermo hat bisher noch keine Regeneration eingesetzt. Er hat 7 Schaden. Was könnte ein Zwerg tun, um sich zu heilen? In der Kriegsschule gibt es da keine Möglichkeit. Er muss also auf andere Schulen ausweichen, entweder auf die Heiligschule mit den direkten Heilzaubern oder aber auf die Naturschule mit den Regenerationseffekten oder auf die dunkle Schule mit den Vampirismusangriffen. So könnte sich der dann doch nochmal heilen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Die Naturschule kann den Baum aufstellen, dass alle befreundeten Kreaturen in der Zone sich heilen. Könnte auch den Brunnen aufstellen, um daraus zu trinken und sich so zu heilen. Könnte einen Zauberstab rausnehmen, einen Heilzauberstab, um sich jede Runde zu heilen. Aber ohne Heilung sollte man eigentlich nicht vor die Haustüre gehen. Jeder Magier sollte in seinem Deck irgendeine Möglichkeit haben, sich zu heilen. So, und hier ist den Raptor-Vine. Strandigel spielt den Raptor-Vine. Wohin macht er den? Macht er den in dieses Feld hier? Oder macht er den nebendran? Er macht ihn jetzt hierhin als kleines Bollwerk zwischen den Zwergen und seinem Baum. Hätte ihn auch hier in das gleiche Feld reinsetzen können. Das wäre auch nicht schlimm gewesen. So. Also die nächste Kreatur. Raptorwein. Ist eine ziemlich spezielle Kreatur, gilt als Pflanze und als Ranke, hat den Nachteil, dass er, Nachteil, manchmal kann es auch ein Vorteil sein, aber er ist fest gewurzelt, wie man es auf dem Bild auch sieht, hat allerdings im Gegensatz zu anderen Pflanzen die Möglichkeit, sich zu entwurzeln. Das kostet dann ein Mana und er kann die Runde dann aktiv werden und sich bewegen. Dazu hat er Regeneration 1, was nicht so stark ist. Er heilt also nur einen Schaden pro Runde weg. Was ihn aber eigentlich lange am Leben hält, ist sein vampirischer Angriff. Er würfelt mit 5 Angriffswürfeln und die Hälfte des ausgeteilten Schadens, wenn man mal die Rüstung abzieht, die Hälfte des ausgeteilten Schadens wird er sich dann auch nochmal hochheilen. Vampirischer Angriff. Gibt nicht viele Kreaturen, die das haben. Die Vampirin hat es natürlich aus der dunklen Schule. Der Blutdämon, der jetzt neu mit Fortune Fire kommt, der hat es auch. Und hier eben dieser Raptorwein. Nachteil an dieser Kreatur ist, erstens, wie gesagt, man muss Mana zahlen, wenn er sich bewegen will. Zweitens, er hat eine Flammenanfälligkeit, Feueranfälligkeit, wenn ihr Flammenangriffe habt, sei es Zauber oder irgendwie im Nahkampf Kreaturen, die da draufhauen, die haben ihren Spaß mit dieser Kreatur. Und drittens, er hat nur 10 Lebenspunkte und keine Rüstung. Bei gewissen Gegnern, sagen wir mal ein Grizzly mit Bärenstärke, lebt dieser Raptorwein normalerweise nicht lange. Und jetzt wird hier nochmal eine zweite Wand gespielt.
zweite Wand, eine Stahlwand, die ist teuer, wie vorhin schon gesagt, aber schützt hier ganz gut. Die wird jetzt hier hingespielt, um die Droiden und den Bären von den eigenen Kreaturen fernzuhalten. Und den Zwerg erstmal nochmal von dem Grizzly zu schützen. Der Grizzly ist jetzt noch nicht so effektiv wie wahrscheinlich gewünscht. Der muss jetzt nochmal außen rumlaufen oder er fliegt drüber. Wenn er außen rumläuft, wird er bestimmt hier die Schmiede angreifen. Das hätte er letzte Runde schon tun können. Dann hätte er diese Runde noch da gestanden und diese Mauer hier wäre schon mal gar nicht so effektiv gewesen. Denn wenn man diagonal zum Ziel steht, kann man eben so rum und so rumlaufen. Das heißt, eine Mauer könnte den Christli hier jetzt gar nicht abhalten. Zudem sind die Zwerge jetzt hier ein bisschen eingekeilt. Einerseits könnte der Christli dann wieder hier rumlaufen mit seiner Druidin. Und auf der anderen Seite wartet der Raptorwein und der Baum kann natürlich jede Runde immer noch mehr von diesen Viechern ausspucken, wenn die im Deck sind. Also eine kleine Situation, wo der Zwerg eigentlich nicht links und nicht rechts laufen möchte. Der könnte jetzt eigentlich den Kopf in den Sand stecken und einfach nur hoffen, dass es bald vorbei ist. Wenn die Schmiede fällt, ist es garantiert schnell vorbei. Kriegt aber nur einen Schaden. Fünf Würfel, einen Schaden auf die Schmiede. Nicht so gut. Bei der Schmiede ist es immer sehr wichtig, dass man sehr, sehr viele Würfel würfelt. Wenn man jetzt mit zwei Würfeln die Schmiede angreift, dann hat man nur ein Drittel Chance auf kritische Treffer, ein Drittel Chance auf normale Treffer und ein Drittel Chance, also gar keinen Treffer zu erzielen. Und mit zwei Würfeln kann man maximal vier Schaden machen. Und wenn man vier normale Schaden macht, dann geht das hier komplett in die Rüstung. Das heißt, mit zwei Angriffswürfeln hätte man jetzt nur die Chance, von einem Drittel überhaupt Schaden zu machen hier. Und das ist nicht so gut. Man möchte eigentlich auch, dass die normalen Treffer eventuell Schaden auf die Schmiede machen können und nicht nur die kritischen. Und deshalb muss man viele Würfel würfeln, damit auch die vier Rüstungen nicht ausreichen, um den normalen Schaden abzublocken. Das ist der Weg, wie man Schmieden leicht kaputt kriegt. Hohe Würfelanzahl Würfel. So, der Zwerg, der benutzt jetzt sein Battle Fury auf den kleinen Zwerg scheint er, oder benutzt das auf sich selbst? Ah, er hat die Panzergarde anvisiert, also die Panzergarde, die hat jetzt hier Battle Fury, das heißt, die kann ihren schnellen Angriff, also den einzigen Angriff, den sie hat, zweimal benutzen pro Runde. Die wird jetzt wahrscheinlich hier rüberlaufen und den Raptorwein angreifen. Zwei Angriffe pro Runde bedeutet allerdings nicht, dass Bärenstärke zweimal würfelt. Auch ein typischer Anfängerfehler. Die beiden Angriffe, die Panzergarde machen kann, gelten als zwei Angriffe der gleichen Angriffssequenz. Das ist einfach nur ein nachträglicher Angriff des ersten Angriffs. Und pro Angriffssequenz kann die Bärenstärke nur einmal wirken. Von daher wird er, falls er hier diesen Raptor-Vine angreifen wird, einmal mit 5 und einmal mit 3 Würfeln angreifen. Das sind insgesamt 8. Wenn er Glück hat, ist er dann kaputt. Wenn er Pech hat, dann lebt er noch. Ja, ihr seht vielleicht, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier die Steuerung von Octagon, gerade wenn man erst das zweite oder dritte Spiel macht. Aber man lernt es relativ schnell. Das ist wie Fahrradfahren, das hat man auch relativ schnell drauf. Jetzt greift das erste Mal an der Zwerg hier den Raptorwein. Gucken 5 Würfel, ob da was Gutes rauskommt. Und der Raptorwein, Strandigel hat ein bisschen entgegengewirkt, was ich eben gesagt habe, keine Rüstung, das ist gefährlich. Er hat hier die Nashornhaut drauf gemacht, also 10 Trefferpunkte und 2 Rüstung ist schon mal ein bisschen stabiler hier.
Und jetzt würfelt er nochmal 3 manuell. Und macht nochmal 2 Schaden. Also 7 Treffer auf der Kreatur hier von diesem kleinen, schwachen Zwerg mit Bärenstärke. Das ist nicht schlecht. So, nächste Runde hat unser Zwerg hier nochmal die Initiative. Hier der Raptorwein wird 1 regenerieren, der wird dann 6 haben, hat also noch 4 Trefferpunkte übrig mit 2 Rüstungen. Und die Zwergen hier, die haben Initiative, die können zuerst zuschlagen. Eventuell wird unser kleiner Raptorwein direkt schon besiegt sein. Was besonders ärgerlich wäre, da hier die Rhino-Hide, die Verzauberung dann doch nicht so viel gebracht hätte. Und der Raptorwein im Endeffekt 9 plus 4 gekostet hat, das sind 13. Also einfach nur im Nahkampf eine Kreatur mit 13 Mana zu besiegen, ist nicht schlecht. Was hat der Zwerg da eingesetzt? Battle Fury einmal, das kostet ihn minus 2 durch Rune und Ring. Also 3 Mana investiert, um 13 Mana zu besiegen. Joa, da würde ich sagen, das ist eine gute Investition gewesen. Hier der Bär und die Droiden haben ein bisschen Pech gehabt hier bei der Schmiede. Entweder die machen jetzt hier die Schmiede ganz platt, müssen aber dann damit rechnen, dass die Zwergen hier hinten schon mal ihr destruktives Werk fortsetzen. Oder die jagen dem Zwerg hinterher und nehmen in Kauf, dass hier die Schmiede stehen bleibt. Die Schmiede, das möchte ich noch kurz sagen, die kann Ausrüstung nur in 2 Felder Entfernung spielen und braucht Sichtlinie. Das heißt, die hat hier weder Reichweite noch Sichtlinie zu ihrem Meisterzwerg. Die Schmiede ist im Moment eh unwichtig geworden, dadurch, dass der Zwerg sich jetzt hier entfernt hat. Und wenn Strandigel jetzt hier die Schmiede angreift, dann wäre das wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Man könnte auch einfach hier dem Zwerg hinterhergehen und falls der Zwerg doch nochmal hier in Reichweite geht, einfach eine Mauer hierher spielen, dann ist die Sichtlinie permanent blockiert. Die Schmiede kann, wie gesagt, nichts. Nichts machen. Die Droiden, die am Anfang bisschen Schaden bekommen hat, der ist natürlich längst wegregeneriert. Einmal durch die Baumbindung und einmal hier durch die Regeneration. Die Droidin kann also jetzt pro Runde 4 Schaden heilen. Das hat sie natürlich längst gemacht, ist wieder auf 0 Schaden runter. Nur noch der Kriegsherr hat Schaden. Und das wird wahrscheinlich noch mehr werden. Die Droidin ist jetzt absolut nicht in Gefahr. Das war die Stärke der Droidin, denn man muss sich überlegen, greife ich die Droidin an und lebe damit, dass sie eventuell 4 Schaden pro Runde regeneriert. Das heißt, ich muss schon eine ganze Menge Schaden machen, um sie auf 30 Schaden hochzubringen, trotz der Regeneration. Je mehr Runden ich das dann durchziehe, desto mehr Schaden regeneriert sie natürlich und desto mehr Schaden muss ich auch machen. Oder geht man den Weg und ignoriert die Droiden und sagt, ich mache jetzt erstmal die Kreaturen platt, ich mache jetzt erstmal den Baum platt und widme mich dann der Droiden, wenn sie diese Baumregeneration, diesen Schadenstransfer nicht mehr hat, dann widme ich mich der Droiden. Ja, das ist so ein bisschen ein Dilemma, vor dem man steht, wenn man gegen eine Droiden antritt. Aber da muss man irgendwie sich vorbereiten, sich überlegen, was kann ich da machen. Jeder kann seine eigene Taktik verfolgen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann. So, die Droiden benutzt jetzt hier den Dornenpeitscher, Thornlasher, und zwar eine Zone entfernt hier. Hat den Sinn, dass der Dornenpeitscher mit seinem Angriff hier entweder den Zwerg oder den
Meisterzwerg, den Kriegshahn, mit seinem Angriff hier rüberziehen könnte. Dazu muss allerdings der Dornpeitscher erstmal aktiv werden und der Zwerg muss noch hier stehen. Der Dornpeitscher hat nur Reichweite 1 und der Zwerg hat Initiative. Bedeutet also, hier unser Meisterzwerg, der könnte nach oben abhauen, der könnte sich durch die Mauer stürzen, der könnte sogar hier eine Mauer hinspielen. Dann könnte dieser Dornpeitscher hier erstmal gar nichts machen. Der Dornpeitscher ist keine schlechte Kreatur, aber als Pflanze am Boden festgewurzelt. Und wenn man den dann so hier so abseits irgendwo hinstellt, wo der Gegner einfach außer Reichweite laufen kann, dann steht er erstmal dumm rum und kann überhaupt nichts mehr machen. Da es aber eine Kreatur ist, kann man diese Kreatur teleportieren. Die Druidin könnte ihn also nochmal an eine andere Stelle im Schlachtfeld, in der Arena teleportieren, wo er vielleicht dann nützlicher wird, je nachdem wie sich das Geschehen auf dem Schlachtfeld anpasst. Das kann natürlich auch der Gegner machen. Also die Druidin, wenn die erstmal so eine Zone mit zwei, drei Pflanzen aufgebaut hat, die dann richtig gefährlich ist, die Zone, der Gegner kann natürlich aus der Zone die Kreaturen auch raus teleportieren und irgendwo in die Ecke stellen, wo sie dann ziemlich wehrlos oder unnütz dastehen. Das geht auch. Also Pflanzen teleportieren, die festgewurzelt sind, das kann dem Druiden was bringen, das kann dem Gegner was bringen. Der Zwerg benutzt seine Schnellzauberaktion, um sich nochmal zu verzaubern. Könnte eine Bärenstärke sein, damit er auch ein bisschen mehr zuhauen kann und seinem kleinen Zwergenfreund hier helfen kann. Wird aber jetzt nochmal die Hauptaktion haben? Wird er stehen bleiben oder wird er außer Reichweite laufen? Oder wird er... Ja, spannende Frage. Warum steht er da? Will er immer noch den Baum kaputt machen? Baum ist nicht die Hauptgefahr, er muss sich irgendwann mit dem Grizzly beschäftigen. Früher oder später. Er greift jetzt noch mit dem kleinen Zwerg hier. Der hat nicht regeneriert. Ja, man muss auf die Regeneration selbst achten, die ist noch nicht automatisiert hier. Ich habe nochmal einen Schaden von dem Raptorbein runtergenommen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre er jetzt kaputt gegangen. Gut, dass ich daran gedacht habe. Also der Raptorbein entgeht gerade so seiner Zerstörung. Der Zwerg hier hat jetzt seine Aktion verbraucht. Der Raptorbein kann jetzt nochmal zuschlagen, um sich zu heilen. Das ist wichtig. Der kann jetzt angreifen hier auf den Zwerg. Der hat keine Rüstung bisher, eventuell was Verdecktes. Ah doch, eine Rüstung hat er. Macht er jetzt auch, um nochmal möglichst viel Schaden zu machen, um sich nochmal zu heilen, um eventuell den Gegenangriff Zwerg auch nochmal zu überleben. Der Raptorwein greift mit 5 Würfeln an, macht nur 2 Schaden, das ist wenig, heilt sich daher um 1. Das ist wirklich relativ wenig. Da muss der Zwerg noch nicht mal eine Rüstung aufdecken. Hier seine Lederhandschuhe blocken schon den ganzen normalen Schaden ab. Da ist nicht nötig, was aufzudecken. 2 Schaden werden gemacht. Die Heilung wird automatisiert. Und hat jetzt noch 8 Leben. 8 Schaden. 2 Leben hat er noch. Das heißt, der Zwerg könnte hier mit einem Angriff das Leben hier dieses Raptorweins beenden. Das wird er auch tun. Es wäre jetzt nicht gut, wenn er das nicht tun würde. Der Raptorwein, der muss weg. Der nervt ja gerade.
So, jetzt ist unser kleiner Zwerg dran. Die Druidin hat ihre Aktion noch, die steht hinten bei der Schmiede rum und scheint erstmal zu warten, was da so passiert. Der Zwerg verlässt jetzt hier seinen kleinen Freund und läuft da oben hin. Aber was macht er denn da? Ich bin mir nicht sicher, was er vorhat. Ich glaube, er weiß es selbst nicht so genau. Aha. Er spielt da hinten nochmal einen Garnisonsposten hin. Ich weiß nicht, ob das da so viel bringt. Ein Feld entfernt kann er jetzt Kreaturen auf die Platte bringen, wenn er seine Hauptaktion dafür verwendet. Ich meine, er könnte auch einfach hinlaufen und dann eine Runde später hier als Hauptaktion die Kreaturen sowieso dahin bringen. Der Garnisonsposten wird ihm nicht so viel bringen. Hätte er jetzt noch irgendwo eine Kaserne stehen, dann könnte er mit der Kaserne dorthin Kreaturen bringen, ohne seine Hauptaktion zu verwenden. Das wäre natürlich sehr gut. Aber Garnisonsposten ohne Kaserne bringen wirklich nicht viel. Die Druidin geht jetzt hinterher, bewegt sich ein Feld. Die könnte auch zwei Felder laufen, wenn sie wollte. Denn hier wird sie nicht behindert. Eine Beschwörung kann nicht behindern. Die spielt jetzt Rouse the Beast. Die Bestie erwecken auf den Lasher, der wird sofort benutzt. Kann jetzt nur noch hier den kleinen Zwerg angreifen, der es auch noch verteidigen kann. Aber wenn er es nicht verteidigt, dann besteht die Chance, dass er in dieses Feld gezogen wird. Der Zwerg kann seine Verteidigung auch gegen Fernangriffe machen. Er würfelt, versagt aber und der Gegenschlag kommt sofort. Zwei kritische Treffer gehen durch die Rüstung, aber der Zwerg wird nicht rangezogen. Dafür reicht es einfach nicht. So, der Bär kann sich noch bewegen. Hier, Ermo hat seine Kreaturen und seine Aktionen alle verwendet. Der Bär wird jetzt nochmal nachlegen, greift den Garnisonsposten an. Das ist ziemlich, braucht niemand, glaube ich. Den könnte man einfach da stehen lassen. Und macht dann nur 4 Schaden. Der Bär hätte auch noch ein Feld weiterlaufen können. Das wäre hier, glaube ich, die bessere Möglichkeit gewesen. Der Garnisonsposten, der ist nicht wirklich gefährlich. Der ist nicht spielentscheidend. Den könnte man einfach stehen lassen. Zumal der Zwerg seine Kreaturen auch bei sich rausbringen will. Es bringt nichts, hier hinten eine Kreatur rauszubringen. Und der Druide hat seine Schnellzauberaktion nicht benutzt. Ja, eine Aktion, die hätte eingesetzt werden können. Meinetwegen nochmal eine Verzauberung auf den Bären, um den Ring zu benutzen. Das sollte man versuchen, jede Runde zu tun. So ist die Situation. Also Ermo hat jetzt immer noch ein bisschen mehr Schaden bekommen. 2 in der letzten Runde. Er ist schon auf 9 hoch. Hat noch nicht mal ein Drittel verloren. Zwar keine Rüstung, aber er steht jetzt hier erstmal ein bisschen fern von den Gegnern. Der Raptor Ryan, der hat jetzt nochmal die Initiative. Der wird hier garantiert nochmal hinterherlaufen. Der wird hier garantiert hinterherlaufen und den Zwerg nochmal angreifen, um nochmal ein bisschen mehr zu regenerieren. Oder, ja, das würde ich auf jeden Fall zuerst tun. Oder der Thornlasher wird nochmal versuchen, hier den Zwerg hier rüber zu ziehen. Wenn der Raptorwein zuerst wegläuft, kann der Zwerg hinterherlaufen und dann kann der Thornlasher hier gar nichts mehr machen. Ja, es wird so ein kleines Verfolgungsrennen geben, wahrscheinlich. Der Zwerg, das ist eigentlich eine ganz lustige Aufstellung hier. Die Mauern stehen so, die Mauern sind so stark, dass man die nicht angreifen möchte, aber die könnten jetzt hier
immer entgegen des Uhrzeigersinns um die Mauern rumlaufen, ohne dass einer den anderen kriegen kann. Der Zwerg ist natürlich behindert hier durch die Weinmarker. Irgendwann wird er nicht mehr entkommen können, weil er nur ein Feld laufen kann. Und der Bär und die Druiden könnten zwei Felder laufen. Irgendwann werden sie ihn einholen. Aber das kann nur eine ganze Weile so gehen, dass man hier immer außen rumläuft. Der Zwerg ist dann sogar irgendwann nochmal in Reichweite seiner Schmiede und kann neue Ausrüstung bekommen und das gebunkerte Mana auf der Schmiede benutzen. Dann wird sich's nochmal rächen, dass hier die Schmiede nicht endgültig platt gemacht wurde. Und der Raptor-Wein, der wird immer hinterher dackeln, versuchen, sich durch Heilung am Leben zu halten. Und der Zwerg wird versuchen, seinen Hammer ins Kreuz zu schlagen von dem Raptor-Wein. Jetzt wird hier noch ein zweiter Lasher hingestellt. Das wird es natürlich nochmal schwieriger machen, hier für unseren Zwerg zu entkommen. Der Lasher wird garantiert den Zwerg nochmal hier runterziehen, bevor der entkommen kann, damit der Bär aufschließen kann. Ja, das versucht er auch. Zwerg hat garantiert keine Verteidigung. Der wird jetzt den Angriff schlucken müssen, eventuell runtergezogen. Da geht es jetzt primär nicht um den Schaden, der ausgeteilt wird. Es ist nur ein Schaden, aber 5 reicht. Der Zwerg wird hier runtergezogen in das Feld und somit nochmal näher am Grizzly sein. Das muss man noch manuell machen. Wobei, nein, ich habe mich getäuscht. Ha! Mal wieder nicht drauf geachtet. Mir schon öfter mal passiert. Der Zwerg, das ist eine Fertigkeit, die. Ja, Strandigel sagt es auch. Der Zwerg ist eine oft missachtete Fertigkeit. Der hat C, Strandigel sagt es im Chat, der hat C-2. Leute, der ist abgehärtet, der kleine Zwerg, gegen alle Arten von Effektwürfeln muss der Effekt eben 2 höher sein, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Das bedeutet hier, der Dornpeitscher muss eine 7 plus würfeln, um seinen Effekt auszuführen. Hat aber nur eine 5, das heißt, der Zwerg wird nicht rangezogen. Das ist auch ganz gut gegen Brandschaden, also wenn ein Brandschaden mit zwei höher würfeln muss, damit der Zwerg anfängt zu brennen oder sogar zwei Brandeffekte draufkommen, ja, dann ist dieses C sehr, sehr hilfreich. Die meisten Brandeffekte haben zwei Brandmarker auf 11 plus, das heißt, zwei Brandmarker kann man gar nicht auf diesen Zwerg machen, weil wir eigentlich eine 13 würfeln müssen. Das geht natürlich mit einem W12 nicht. So, und der Zwerg hat jetzt nochmal seinen Meister ein bisschen gerächt und hat den Raptor-Wein aus dem Spiel genommen mit einem glücklichen Treffer. 4 kritische, das hat gereicht. Der Raptor-Wein ist hinüber. Damit auch die Nashornhaut. 13 Mana sind weg. Und jetzt versucht der Zwerg zu verteidigen gegen den zweiten Thornlasher, und der diesmal gelingt's. Der macht nochmal 2 Schaden auf den Zwerg und zieht den Zwerg in dieses Feld. Der Zwerg kann sich nicht mehr verteidigen. Der Bär wird jetzt ranrauschen und wird ihn erledigen. Der hat nur noch 4 Leben. Und der Droide kann auch noch zuhauen. Ich glaube, um diesen kleinen Zwerg, der ist es jetzt geschehen, und der Kriegsmeister wird alleine dastehen. Und das Spiel mit den Dornenpeitschern, das kann man über das ganze Spielfeld tun. Kann man ein bisschen versuchen zu erklären, wie man die ganz günstig einsetzt. Das hier ist schon mal nicht schlecht. In jedes Feld einen Dornenpeitscher stellen. Jetzt könnte, man kann 4 in seinem Buch haben. Jetzt könnte er hier noch einen hinstellen. Er könnte hier noch einen hinstellen. Und dann eigentlich alle Felder erreichen, bis auf dieses und dieses und dieses. Und egal, wo der Zwerg dann hinläuft, er wird dann wie in einer Kette immer weiter rangezogen, wohin man ihn haben möchte. Und man kann dann sogar hier so eine Bloodspine-Wall dazwischen stellen. Wenn man jetzt hier eine Bloodspine-Wall in die Mitte machen würde, dann könnten hier diese Dornenpeitscher einen Gegner im Nachbarfeld angreifen. Und wenn der Effektwurf ausreicht, dann werden die hier durch die Wand geschleift. Die Wand hier blockiert nämlich die Sichtlinie nicht. Deshalb ist das möglich. Eine Wand, die die Sichtlinie blockiert, da kann der Dornpeitscher natürlich nicht auf die andere Seite angreifen. Aber das hier ist die Wand, die einzige Wand, mit der das funktioniert, die
Gegner werden dann durch die Wand geschleift. Und die Wand macht natürlich beim Durchschleifen auch nochmal Schaden. Und das ist dann für einen kostenlosen Angriff dieser Kreatur, kann man einerseits 3 Schaden, also 3 Würfel würfeln, wie die Kreatur eben angreift. Und dann nochmal für die Wand 3 Würfel würfeln mit Durchdringen 2. Unvermeidbar und eine Chance auf Blutung. Das ist ein ganz guter Schnitt. Und sowieso es ist schwierig, diesen Dornenpeitschern zu entgehen und damit auch dem Grizzly zu entgehen. Denn das ist der Hard-Hitter hier bei den Druiden im Team. Der Kriegsmeister versucht jetzt nochmal ein bisschen was auf die Platte zu bringen. Ein Eisengolem. Sehr starke Kreatur. Kostet nur 13 Mana und haut mit 6 Würfeln zu. Hat einen ordentlichen Pool an Trefferpunkten und Rüstung. Allerdings ist er langsam. Das heißt, er kann sich nicht bewegen und angreifen. Da wir aber wissen, dass der Zwerg hier Battle Fury auf seinem Helm hat, ist das natürlich besonders gut. Ich habe vorhin erklärt, die beiden schnellen Angriffe gelten als Angriffe einer Angriffssequenz. Wenn man Bärenstärke zum Beispiel auf der Kreatur hat, das wirkt nur einmal. Ja? Also möchte man eigentlich eine Kreatur haben, deren Grundangriff schon relativ hoch ist. Und das erfüllt natürlich hier der Eisengolem. Auf den kann man Battle Fury spielen und der schlägt dann zweimal mit 6 zu. Das heißt 12 Würfel und Mana investiert, hat er insgesamt dann 3 mit Rune und Ring, 3 Mana investiert und direkt mal die Angriffsstärke von dem Eisengolem verdoppelt. Das ist nicht schlecht. Ich hoffe, Strandigel rechnet damit, wenn er seinen Grizzly in dieses Feld bringt oder seine Druiden in das Feld, dass es dort ziemlich wehtun kann. Wenn man davon reden kann, dass der Druide eine Todeszone mit Pflanzen aufbaut, mit den Schnappern oder auch im Grizzly, dann kann man davon reden, dass der Kriegsmeister das ähnlich tun kann, und zwar hier mit den Eisengolems. Die hauen einfach sehr, sehr hart zu. Da möchte man eigentlich nicht länger in der Zone stehen. Das kann böse ausgehen. Zudem sind die Eisengolems unbeweglich, also die kann man nicht bewegen durch einen Machtstoß oder eben durch hier diesen Snatch-Effekt. Der Eisengolem, der steht da erstmal wieder eins, wie die wie eine Statue, weil er so schwer ist, weil er aus Eisen ist, der kann nicht bewegt werden. Ist zudem nicht lebendig, also lebt nicht und daher immun gegen Gift zum Beispiel und hat auch Psychic Immunity, also sowas wie Schlaf oder Mind Control kann man hier auf den nicht benutzen. Ist also schwer damit fertig zu werden, man kann ihn nicht wegdrücken, man kann ihn nicht bezaubern, dass er irgendwie inaktiv wird oder so. Kreatur, mit der man fertig werden muss, und zwar meistens dadurch, dass man sie bekämpft. Und da muss man natürlich erstmal durch die 5 Rüstungen durch. So, wir sind mittlerweile in der Runde 10 angelangt, also wieder ein langes Spiel und das Ende ist noch nicht in absehbarer Nähe. Wir haben jetzt hier eine Würgepflanze. Die wurde vom Baum gespielt in der Aufstellungsphase. Eine Würgepflanze ist wie eine Schlingpflanze, nur besser und gleichzeitig schlechter. Sie hat nur 6 Leben am Anfang, kann also im Gegensatz zu 8 Leben direkt am Anfang schon mal mit größerer Chance kaputtgeschlagen werden, kann auch nur im Nahkampf angegriffen werden, hat also eigentlich die gleichen Eigenschaften wie die Schlingpflanze, aber sie kann Schaden machen, im Gegensatz zur Schlingpflanze, die einfach nur da ist. Sie kann Schaden machen. In jeder Erhaltungsphase am Anfang einer Runde kann oder soll oder muss der Druide ein Mana ausgeben und
die Würgepflanze wird dafür den Gegner würgen und es wird von Runde zu Runde stärker. Es muss immer mehr Mana ausgegeben werden, um diese Schlingpflanze am Leben zu halten. Und die wird dann den Gegner würgen. Und das kann relativ gefährlich werden. Die Schlingpflanze ist, ob man es glaubt oder nicht, aber die Beschwörung oder die das Objekt des Spiels, das am meisten Schaden überhaupt machen kann. Wenn man ein bisschen Mana spart, kann man da sogar 13 oder 14 Runden von der Schlingpflanze profitieren, wenn sie nicht entfernt wird. Und kann dann am Ende in der Haltungsphase 13, 14, 15 Schaden auf einmal machen. Das ist natürlich astronomisch, ja. Oftmals geht die Schlingpflanze vorher kaputt. Was anderes Gutes, was sie hat, je mehr Mana man ausgibt und je öfter sie den Gegner wirkt, desto stärker und beständiger wird sie auch. Also sie bekommt immer zwei Trefferpunkte dazu. Genauer gesagt Lebenspunkte. Für jede Runde, wo Mana für sie ausgegeben wird. Das heißt, wenn man jetzt eine Kreatur festhält, die drei Angriffswürfel hat und die greift dann die Schlingpflanze an und macht sagen wir mal durchschnittlich drei Schaden, aber jede Runde bekommt die Würgepflanze, meine ich, und jede Runde bekommt die Würgepflanze auch immer wieder zwei Leben mehr, dann kann es schon eine ganze Weile dauern, bis die kaputt geht. Eventuell mit Würfelpech geht sie gar nicht kaputt. Die kann man auch mit dem Lebensbaum verstärken, hat sie auch nochmal zwei Leben mehr. Übrigens Lebensbaum eine gute Sache für den Druiden. Alle Pflanzen, alle Beschwörungen hier, die sind lebendig. Alle profitieren von dem Lebensbaum. Gerade wenn man mit vielen Pflanzen spielt, mit vielen Beschwörungen, Lebensbaum ins Deck einbauen, ist nie verkehrt. Im Gegensatz dazu würde hier der Eisengolem vom Lebensbaum nicht profitieren, der lebt nicht. Nur der Magier würde profitieren, das kann man verschmerzen. Gegen Schwarmdecks ist der Lebensbaum natürlich nicht so gut, ich weiß, aber Schwarmdecks werden relativ selten gespielt und außerdem kann man ja immer noch mal entscheiden, den Lebensbaum dann nicht zu benutzen, aber ihn im Deck drin zu haben, ist da als Druide nicht verkehrt. So, der Thornlasher greift jetzt hier den Zwerg an. Christi ist ein Feld gegangen auf Wache, greift den Zwerg an, schafft es aber nicht, ihn ranzuziehen. Der Zwerg deckt jetzt die Nashornhaut auf, die er, glaube ich, seit Anfang des Spiels drauf hat. Jetzt deckt er sie auf und blockt die zwei Schaden ab, kriegt nur einen kritischen Schaden rein und wird da eben nicht rangezogen. Der Effektwurf ist mal wieder zu niedrig gewesen. Ja, hier haben wir wieder gerade einen kleinen Fehler gefunden. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass hier die Promo-Version der Nashornhaut benutzt wird und nicht die normale Nashornhaut. Da gibt es scheinbar einen Fehler, was ich mir sofort aufschreiben muss, damit wir alsbald hier alle Fehler beseitigt haben. Kleine Fehler kann man finden, aber da wir alle die Regeln kennen, wissen wir, wie das. Man da verfahren muss. So, der Zwerg hat den Spruch geändert auf dem Helm. Er hat jetzt Charge drauf, also Ansturm, was eine gute Sache ist, wenn man mit dem Golem spielt, denn der Ansturm gibt der Kreatur schnell, der Golem hat langsam, das hebt sich gegenseitig auf, das heißt, der Golem wird dann zu einer normalen Kreatur, die sich entweder zwei Felder bewegen kann oder ein Feld bewegen kann und angreifen kann. Und das möchte er jetzt hier ausnutzen. Das wird er auf den Golem machen, der dann hier ranstürmt, denke ich mal, und hier unten den Bären oder den ja, den Bären in den Kampf verwickelt. Oder aber der Golem geht in Richtung des Baumes, das werden wir gleich sehen.
Ja, der Golem geht also auf den Christi, wie erwartet. Würfelt 6 Würfel. Ja, 4 Schaden, nicht schlecht. Bei der Rüstung. Guter Treffer. Der Christi wird jetzt allerdings noch zurückhauen, also sich revanchieren. 5 Würfeln. Durchdringen 1. Durchdringen ist da nicht so wichtig, weil die Rüstung eben so hoch ist. Macht 2 Schaden, besser als nichts. Der Zwerg ist jetzt wiederholt schon entkommen und die Dornenpeitscher konnten nicht ranziehen. Ich denke, der Grizzly wird auf jeden Fall hier den Zwerg angreifen in der nächsten Runde und sich nicht hier mit dem Golem aufhalten. Die Druidin legt nochmal nach und greift den Golem an mit 5 Würfeln. Die hat Bärenstärke aufgedeckt. Ja, auch nochmal 2 Schaden. Kleinvieh macht auch Mist. Irgendwann ist der Golem tot. Allerdings kann hier unser Kriegsmeister noch 3 weitere Golems im Deck haben. Und er wird nächste Runde auch das Mana haben, um noch einen rauszuholen. Das Spiel kann er eine ganze Weile tun. Die Golems werden auch nicht sofort kaputt gehen, die werden auch noch mal ein bisschen Schaden machen. Christi hat noch 9 Leben. Können wir mal drüber nachdenken. Da einen Regenerationseffekt drauf zu spielen, nicht dass der Grizzly hier verschwendet wird, der arme Grizzly. Ja, also Strandigel bezahlt jetzt für die Ranke ein Mana, das muss er tun, sonst ist sie weg. Und ja, die Dornpeitscher können den Zwerg natürlich eh nicht ranziehen, ist er mit der Ranke festgewurzelt, aber die Ranke wird jetzt einen Schaden auf den Zwerg machen. Weil das Mana für die Erhaltung bezahlt wurde und die Ranke auch immer stärker wird, die hat jetzt nicht mehr 6 Leben. Die hat jetzt schon 8. Der Christi, der wird jetzt hier weitergehen und den Zwerg angreifen, der jetzt allerdings schon 3 Rüstung hat. Durchdringen hilft da ein bisschen, da hat er noch 2 Rüstung. Um den Bären zu schützen vor dem Golem, denn der Golem scheint sich irgendwie mit dem Bären da anlegen zu wollen, könnte man Regenerationseffekt verwenden oder man könnte dem Bären Flügel verleihen. Red Bull verleiht Flügel auch dem Bären und dann ist er in sicherer Höhe vor den Angriffen vom Golem sicher und kann dem Zwerg hier aus der Luft ein bisschen zusetzen. Aber das Wichtigste für einen Bären ist die Bärenstärke. Der Bär ist schon stark, aber durch Bärenstärke wird er einfach nochmal böser. Warum das hier nicht drauf ist, weiß ich nicht. Der Bär hat jetzt schon öfter angegriffen, aber noch keine Bärenstärke verwendet. Ja, die Bärenstärke, die ist auf der Druidin. Die wäre in der Tat besser auf dem Bären aufgehoben. Denn gerade auch, wie vorhin bei der Schmiede erklärt, bei hohen Rüstungswerten kommt es darauf an, viele, viele Würfel zu würfeln, damit nicht nur die kritischen durchgehen, sondern auch die non-kritischen, die normalen Treffer, damit einfach die Rüstung weggeschlagen wird und die normalen Treffer darüber hinaus noch Schaden machen. Deshalb ist es wichtig, viele Würfel zu würfeln. Und da ist der Bär der beste Adressat hier für die Bärenstärke, nicht die Droiden. Zumal die Droiden sowieso nicht jede Runde zuschlagen wird. Die Aktion könnte auch mal für was anderes benutzt werden, aber der Bär, der wird jede Runde zuschlagen wollen. Deshalb nochmal ein Argument, Bärenstärke eher auf den Bär zu spielen. So, die Droiden. Der nächste Raptor rein, um den Druck zu erhöhen auf unseren kleinen Kriegsmeister hier. Letzte Raptor rein, der war schnell tot, trotz Nashornhaut.
Mal sehen, wie es dem hier geht. Der könnte natürlich auch sofort angegriffen werden hier mit Ansturm auf den Golem. Dann läuft er hier oben rein und schenkt direkt mal für 6 ein. Da wäre jetzt, da der Zwerg hier festgehalten wird durch die Würgepflanze und es nicht erwiesen ist, dass der jetzt noch einen Teleport hat, hätte man hier statt dem Raptor rein auch lieber den den Rankenschnapper, heißt der glaube ich auf Deutsch, reinspielen können. Also diese Pflanze, die wirklich immer in der Zone bleibt. Pflanzenkreatur, die in der Zone festsitzt, die aber einen Angriff mit Durchdringen hat. Und das ist einfach stärker als hier der 5er Angriff ohne Durchdringen. Der Zwerg verzaubert sich jetzt nochmal. Mehr Rüstung. Rhino-Hide ist jetzt schon drauf. Mehr Rüstung geht da nicht mehr. Könnte eine Regeneration sein. Könnte vieles, vieles sein. Der Bär läuft jetzt rein. Als erste Kreatur, die zieht. Weil der grüne Spieler der Strandigel die Initiative hat und schlägt da mal zu. Durchdringen 1 auf 3 Rüstung. Da ist 2 Rüstung zählen noch. Da wird 3 Schaden bekommen. Und der Droide benutzt dann auch noch eine Würgepflanze auf den Golem. Golem wird jetzt auch mit einer Würgepflanze an Ort und Stelle gehalten. Der kann also den Bären jetzt nicht hinterher. Der muss jetzt hier in der Zone bleiben. Und hier etwas angreifen, eventuell auch selbst die Würgepflanze. Hat ganz gute Chancen, die Würgepflanze platt zu machen. Hat einen Angriff mit 6 und die hat gerade 6 Leben. Das heißt, er könnte die platt machen. Da wäre es eine ziemliche Fehlinvestition. Die Würgepflanze ist, wie gesagt, teurer als die Schlingpflanze um 2 Mana und hat auch noch weniger Leben. Die kann erstmal direkt platt gemacht werden. Dann hat er hier 7 Mana verschwendet und der Golem hat nur seinen normalen kostenlosen Nahkampfangriff verwendet. Frage ist, was macht der Golem? Haut er die Droiden, die jetzt gar keinen Schaden hat und pro Runde 4 regenerieren kann. Selbst wenn er jetzt Schaden macht, okay, sie hat die Verzauberung nicht mehr, aber selbst wenn er hier jetzt Schaden macht, die Droidin wird einfach aus dem Feld rauslaufen und dann Runde für Runde das wegregenerieren. Er macht einen durchschnittlichen Treffer 6 Schaden auf die Droidin. Ja, das wird sie nehmen, aber sehr beeindruckend wird sie das jetzt nicht. Können jetzt einfach hier aus dem Feld rauslaufen und der Golem ist nächste Runde erstmal noch hier festgewurzelt. Übernächste Runde kann er nochmal raus und da ist die Droidin schon über alle Berge. Das macht sie natürlich. Also geht ein Feld hoch und greift mit 5 hier unseren Zwergenfreund an. Der hat jetzt 3 Rüstungen. Und das sind nur 2 Schaden.
kann der Zwerg noch was tun? Er ist, wie gesagt, noch an der Ort und Stelle festgewurzelt und wird pro Runde immer mehr Schaden bekommen durch diese Würgepflanze. Am Anfang mag es wenig klingen, 1 Schaden, 2 Schaden, 3 Schaden, aber dann jede Runde 4, 5, 6 Schaden. Das kann sich ziemlich schnell summieren. Er hat also jetzt 17 von 34, hat noch 17. Nächste Runde wird er schon 2 Schaden bekommen. Auf Dauer würde ich da ihm nicht empfehlen, in dieser Schlingpflanze stehen zu bleiben. Selbst wenn der Golem hier den Bären irgendwann mal ausschalten können sollte, wenn er sich befreit hat, die Schlingpflanze, das ist es hier, was dem Zwerg gerade die Luft abdrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Thornlasher hier unten schießt mit seinen tentakelartigen Ranken hier auf unseren Zwergenfreund und macht insgesamt nur einen Schaden. Diese leichten Angriffe hier, drei Würfel, die gehen natürlich nicht so gut durch drei Rüstungen durch. Hier unten, was ich vorhin auch gesagt habe, der Dornenpeitscher hier unten, der ist jetzt aus dem Spiel. Denn, fast, der kann natürlich hier den Golem angreifen, aber er kann nicht das Ziel angreifen, was die Droidin eigentlich angreifen möchte. Er hat nur ein Feld Reichweite, hier kann er sowieso nicht hin, aber er kann nur hier diese beiden Felder angreifen und sein eigenes. Und da ist eigentlich nichts, was die Droidin gerne zerstören würde. Der Golem, der hängt da erstmal fest. Ja, da wird er noch weiter da festhängen. Aber da oben den Zwerg kann er nicht angreifen. Das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich wahrscheinlich, dass hier der Dornenpeitscher einfach nur da rumsteht. Der könnte jetzt durch einen Teleportationszauber in dieses Feld gebracht werden, in dieses Feld, in dieses Feld. Das würde alles gehen. Da wäre nochmal nützlich, um den Zwergen hier oben anzugreifen. Der Kriegsmeister hat einen kleinen Ork rausgenommen. Und wir wissen von Herr der Ringe, dass diese Orks eher Kanonenfutter sind, als dass sie wirklich nützlich sind. Nein, bei Mage Wars sind die Orks natürlich stärker. Der eine Kriegsherr ist ein Ork und hier haben wir den Standardinfanteristen, den Standardsoldaten, Ork, Butcher, der ist nicht schlecht. Der kostet nur 8 Mana und hat 10 Leben und eine Rüstung. Kann man ungefähr vergleichen mit dem Timberwolf. Der kostet 9 Mana und hat den gleichen Angriff, das gleiche Leben, aber dafür eine Rüstung mehr. Also ungefähr vergleichbar mit dem Timberwolf. Kann auch verstärkt werden. Es gibt viele Verzauberungen, von denen Soldaten profitieren können. Viele Effekte, die Soldaten stärker machen. Der profitiert also auch davon. Und als Standardinfanterist für den Kriegsherrn kann man mit dem keinen Fehler machen. Der Kriegsherr rüstet also auf. Er hat jetzt nicht nur den Golem, sondern auch den Ork. Nächste Runde beginnt. Und die Würgepflanzen tun ihr Übriges. Der Strandigel hat also beide Male bezahlt. Und der Magier kriegt also schon 2 Schaden von der Würgepflanze. Der Golem bekommt 1 Schaden. Und die Würgepflanze beim Golem ist jetzt auch um 2 Leben stärker. Das heißt, die hat jetzt 8 Leben. Der Golem schlägt nur mit 6 zu. Ist also unwahrscheinlich, dass er die Würgepflanze kaputt macht. Das heißt, der Golem wird also auch noch nächste Runde mit der Würgepflanze kämpfen müssen. Und der Zwerg, ja, die Würgepflanze vom Zwerg ist noch nicht angeschlagen, die hat schon 2-mal gewirkt, hat also 2 Crush-Tokens auf sich und damit 4 Leben mehr, die hat schon 10 Leben und der Zwerg, der hat noch keine Bärenstärke oder sowas verzaubert, keine Waffe, das heißt, der wird die erstmal eine ganze Weile nicht kaputt kriegen. Und da hier der Grizzly und der Raptorwein im gleichen Feld stehen, die jetzt gleich da auf den Zwerg einhauen werden, sieht's
jetzt doch relativ schlecht aus für den Zwergen. Es könnte sein, dass das hier jetzt die letzte Runde wird. Was könnte der Zwerg machen, um sich zu schützen? Okay, wenn er keinen Teleportzauber mehr hat, könnte mehr Rüstung anlegen, bringt ihm auf Dauer nichts. Der Ork könnte reinlaufen und bewachen. Bringt jetzt auf Dauer auch nicht unbedingt was. Denn wir haben hier einmal den Druiden, der mit 5 angreift. Wir haben den Raptor rein, der mit 5 angreift. Wir haben den Bären, der mit 7 Durchdringen 1 angreift. Joa. Sieht schlecht aus für den Kriegsherrn hier, um aus dieser Situation nochmal rauszukommen. Aufstellungsphase. Der Druide versucht nochmal den Ork ein bisschen abzuhalten und blockiert die. Ja, blockiert den Zoneneingang mit einer Mauer. Der Ork müsste sie also durch die Mauer stürzen, um hier rüber zu kommen. Kann er allerdings machen, und es kostet dann keine Vollaktion. Er kann mit einer normalen Bewegung hier rüberlaufen und hier Wache halten. Steht ihm frei, wird sich vielleicht aber ein paar blutige Striemen zuziehen. Und dann gefundenes Fressen für den Grizzly sein, der da nicht mal großartig ausholen muss, um da den Ork richtig eins reinzuhauen, wenn er auf Wache steht. Ja, das bringt den Kriegsherrn noch ein bisschen mehr in Bedrängnis. Wenn der Ork hier nicht reingeht, werden alle Angriffe auf den Kriegsherrn landen. Und der Dornpeitscher auch nochmal. Das sind 5, 10, 17, 20 Würfel auf 14 Leben. Und er muss auch nur 11 Schaden von 14 machen, sonst wird er in der nächsten Erhaltungsphase von der Schlingpflanze wird er dann zu Tode gewirkt. Der macht dann 3 Schaden. Also 11 Schaden mit 20 Würfeln, das müsste drin sein. Der Kriegsmeister heilt jetzt nochmal. Kleine Heilung. Heilung ist nicht automatisiert, noch nicht. Die muss man noch selbst würfeln. 5 Würfel Heilung. Und der trifft gut. 7 Heilung mit 5. Das ist ein guter Wurf. Kann jetzt seinen Schaden um 7 verringern, hat 13. Das war richtig gute Heilung. Aber retten tut ihn das nicht, das verlängert das Spiel, denn wenn der Zwerg nicht irgendwie was rausbringt, was hier diese Kreaturen in Schach hält, den Grizzly oder den Raptorwein, dann kann so eine Heilung nur das Spiel verlängern, aber gewinnen kann es ihm das Spiel nicht. Ja, hier haben wir eine Säurekugel auf den Zwerg. Macht einen kritischen Schaden und Effekt ist 6. Wir wissen, der Zwerg, der ist abgehärtet, zäh. Das heißt, 6 auf dem Effekt ist eigentlich eine 4 auf dem Effekt. Und ich kann es gerade nochmal einblenden. Da sehen wir es. 4 auf dem Effekt ist eben nur ein Verrostet-Marker. Normalerweise auf alle anderen Kreaturen wären es 2. Aber hier auf der Zwerg. Der ist abgehärtet, da seht ihr nochmal, was das bringt. Der kriegt nur einen Verrostet-Marker. Rüstung ist also von 3 runter auf 2. Das ist ein guter Zug, denn das bringt allen Kreaturen, die den Zwerg angreifen, was. Eine Rüstung weniger könnte von allen 4 Kreaturen ein Schaden mehr sein. Und das zählt natürlich auch für die kommenden Runden. Also Säurekugel ist hier in dem Fall eine ganz gute Investition gewesen.
Ork macht jetzt was, was ihm gar nichts bringen wird. Er greift hier den Baum an. Er greift den Baum an. Selbst wenn es ihm gelingt, hier den Baum mit, sagen wir mal, 2, 3, 4 guten Treffern kaputt zu machen, der Druide ist nicht mehr auf den Baum angewiesen. Der Druide hat keinen Schaden. Das heißt, er braucht die Regenerationsfertigkeit nicht. Er hat alles auf der Platte, was er braucht, um Schaden zu machen. Und zur Not kann er auch mit seiner Hauptaktion was Neues auf die Platte bringen. Also, die Arena wird im Moment von dem Druiden und seinen Kreaturen kontrolliert. Das heißt, der Baum ist nicht mehr so wichtig im Moment. Selbst wenn der Baum zerstört ist, hier die Kreaturen werden jede Runde auf den Zwergen draufhauen. Das wird nicht so gefährlich sein. So, der Druide greift an und schießt noch einen Säureball auf den Zwerg. Diesmal ist es ein besserer Treffer. 2 Corrode Marker und 2 Schaden. So ein Ergebnis möchte man immer haben, wenn man eine Säurekugel schießt. So, was bedeutet das jetzt? Der Zwerg hat keine Rüstung mehr für alle Angriffe, die hier erfolgen. Das heißt, 3 Würfel. Wir haben hier 7 Würfel. Das sind 10. Wir haben hier 15 Würfel. Das könnten durchschnittlich 15 Schaden sein. Wir werden hier auf den Zwerg niederprasseln. Und dann sind wir schon bei 28, 33. Heißt, nächste Erhaltungsphase wird der Zwerg an der Würgepflanze sterben, wenn er nicht diese Runde durch die Schläge schon drauf geht. Gute Investition. Wenn man gegen den Druiden spielt, muss man eigentlich damit rechnen, dass der hier viele Säurekugeln hat, denn der Druide hat neben seinem Training in der Naturschule, ich kann es mal gerade zeigen, wo ist er, da ist er auch in Wasserschule für Level 1 Zauber trainiert. Und hier haben wir die Säurekugel. Ist ein Wasser-Level 1 Zauber, also der kostet nur einen Spruchpunkt für den Druiden. Sehr, sehr günstig. Und daher muss man sich darauf vorbereiten, dass die Rüstung da immer drunter leidet, wenn man gegen Druiden spielt. Andere Level 1 Zauber im Wasserbereich sind natürlich die Auflösung. Einfach einen Gegenstand auflösen. Oder eine neue Forged in Fire Verzauberung kommt bald raus. Rost heißt es wohl übersetzt, Rust auf Englisch. Und das ist eine Verzauberung, die genau das Gegenteil ist von Rhinohide, von der Nashornhaut. Die verringert einfach die Rüstung um 2. Man kann es aufdecken, wann man möchte. Ist auch sehr effektiv. So. Scheinbar ist die Schlingpflanze von dem Golem kaputt gegangen. Ändert aber nichts dran. Der Grizzly greift jetzt an mit 7 Würfeln. Kriegt 6 Treffer hin, ja, nicht schlecht. Keine Rüstung, die den Schaden irgendwie aufhalten könnte. Ah doch, jetzt deckt er die neue Fortune Fire Verzauberung auf. Brace Yourself und hat für die Runde nochmal 4 Rüstung, das heißt nur 2 Schaden gehen durch. Wobei 3. Das ist Piercing 1.
Also er hatte 18. Jetzt stimmt's, also diese Runde wird der Schaden nochmal stark verringert. Das Brace Yourself gilt übrigens die ganze Runde, also auch für den Angriff hier von unserem Raptor Vine. Der Kriegsherr, statt sich jetzt irgendwie zu verteidigen, nimmt dann noch einen Ork raus. Der, wenn er der gleichen Strategie folgt, hier auch dann unterläuft. Und den Baum angreift. Zwei Orks zusammen können den Baum jetzt doch ganz schön zusetzen. Acht Schaden pro, acht Würfel pro Runde ist nicht schlecht, aber trotzdem wird es nichts daran ändern, dass der Zwerg hier dann doch irgendwann ohne Regeneration und mit so einer Rüstungsverringerung dann doch dran glauben muss. Kein Schaden. So, der Golem wird noch mal ein bisschen behakt. Ja, Brace Yourself hat nur diese Runde gezählt, nächste Runde ist es weg. Natürlich kann der Kriegsherr das nochmal drauf machen, um so noch ein paar Runden auszuhalten, aber auf Dauer wird ihm das nicht helfen. Der Kriegsherr wird jetzt Schaden bekommen. Drei von der Würgepflanze. Dann ist er auf 26 und hat noch 8. Das ist natürlich sehr wenig. Also nächste Runde kann man davon ausgehen, dass er dann wirklich hinüber ist. Da wird er sich nicht mehr halten können. Es sei denn, er packt hier noch Heilzauber aus. Aber das verlängert das Spiel. Im Prinzip sollte er einsehen, dass er hier nichts mehr machen kann. Selbst diese Orks, was sollen die machen? Ja. Können den Baum angreifen, die können hier verteidigen, aber dann werden sie auch kaputt gehauen. Na, der Baum regeneriert mal eins hier und Droide regeneriert noch eins, jawohl. So, Initiative hat jetzt wieder der grüne Spieler. Nur mal der Statistik halber, wir sind jetzt angelangt in Runde 13. Also ein langes Spiel. Runde 13, ohne dass es in den letzten 5 Runden irgendwie eine Hoffnung für den Kriegsherrn geben würde. Der Golem hat nochmal versucht, alles rauszureißen. Mit Battle Fury hat das auch eventuell ganz gut geklappt, aber er hat hier den Spruch gewechselt, jetzt hat er Ansturm. Das bringt natürlich nur einmal was, wenn der Golem dann erstmal da steht, wo er stehen soll. Dann kann der Charge dann nicht mehr unbedingt was bringen, wenn nicht immer die Zone gewechselt wird. Battle Fury, das hatte dann nochmal was gebracht. Jetzt wird der Chrisley zuerst zuschlagen. Dann wird der Kriegsherr wahrscheinlich... Aha, dann hätte ich jetzt vermutet, wird der Kriegsherr seinen Ansturm einsetzen, damit der Golem da reinlaufen kann. Ja, diese
Wand hier kann von dem Baum nicht gespielt werden, da sie keine Ranke ist. Wir sehen hier, steht dann Pflanze und Ranke. Und bei dieser Wand steht nur Pflanze, die kann also vom Baum nicht gespielt werden, aber das ändert nichts, die kann in der ersten Schnellzauberphase gespielt werden, wird hier den Weg blockieren. Und der Golem kann also dann doch nicht mehr hier so leicht hinlaufen. Er kann sich da durchstürzen, aber dann keine Aktion mehr ausführen. Und daher kein. Er hat nicht mehr viel Leben. Also wenn er Pech hat, kriegt er dann 2 mal 2 Würfel ab und ist dann kaputt. Ich weiß nicht, ob er das machen möchte. Ihr seht, dieses Spiel wird ganz entscheidend dadurch beeinflusst, dass hier die Mauern aufgestellt werden. Erst hat der Kriegsherr angefangen, die Stahlwände hier aufzustellen. Die haben jetzt eigentlich wenig Bedeutung. Im Prinzip schaden sie dem Kriegsherrn, weil er hat keine Sichtlinie zur Schmiede. Und ihr seht, hier sind schon 7 Mana auf der Schmiede. Er steht eigentlich in Reichweite, hat aber keine Sichtlinie. Das heißt, die Mauer, seine eigene Mauer, schadet ihm jetzt. Und der Droide versteht es ganz gut, hier so ein wie das verrückte Labyrinth, die Mauern gerade dahin zu setzen, um die Gegner so zu lenken, wie er es möchte. Im Prinzip könnten hier die Orks durch die Mauer stürmen, ein bisschen Schaden hinnehmen und können dann aber hier in den Kampf eingreifen. Machen sie nicht, er will das Risiko nicht eingehen, deshalb agieren die erstmal in dieser Zone hier, greifen nun den Baum an. Ich denke aber, er wird gemerkt haben, dass der Baum regenerieren kann und selbst in diesen Ork-Angriffen, dass man da nicht so wirklich was gegen den Baum ausrichten kann und ihm das schon gar nicht das Spiel gewinnt. Druide versucht jetzt hier mal den Kriegsmeister zu verzaubern. Der deckt einen Nullify auf, das heißt, diese Verzauberung wird aufgelöst, die kommt nicht drauf. Die Kosten für die Verzauberung werden natürlich nicht zurückerstattet. Nullify gegen Nullify, das sehe ich immer gerne. Hier sind 2 Taktiker am Werk, also Nullify war drauf und Nullify sollte drauf verzaubert werden. Das eine löst das andere auf und jetzt ist alles weg und es ist schon mal viel übersichtlicher hier. Jetzt hat er nur noch die Rüstung, die nichts mehr wert ist, und er hat die Würgepflanze. Der Golem kann jetzt hier reinlaufen, der Zwerg könnte ihn hier Ansturm geben, dann kann er hier reinlaufen und hier vielleicht nochmal Wache halten oder jemanden angreifen. Den Bären wird er garantiert nicht kaputt machen, den Raptor Wein wird er nicht kaputt machen, den Droiden wird er keinen großartigen Schaden machen. Er könnte hier Wache halten, um nochmal Angriff abzufangen. Der Zwerg verzaubert sich jetzt nochmal. Bekommt aber jetzt den Angriff hier von den Bären rein. Das ist wahrscheinlich ein Brace Yourself, wieder wie in der letzten Runde. Das würde hier Sinn machen, um den Schaden nochmal maßgeblich zu verringern. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Bär keine Bärenstärke hat. Es ist ein Block. Das macht natürlich auch Sinn. Das heißt, der Angriff vom Grizzly ist geblockt. Was hätte man jetzt dagegen tun können? Was wäre schlau gewesen? Der Grizzly hat den stärksten Angriff mit dem besten Durchdringenwert. Man hätte auch erstmal hier mit dem Raptorwein angreifen können, um zu sehen, was für eine Verzauberung das ist. Mal angenommen, es wäre Brace Yourself, dann hätte er es aufgedeckt, ob der angreift oder der angreift. Aber das Block muss er beim ersten Angriff aufdecken. Das heißt, das muss er aufdecken, auch bei schwächeren Angriffen. Der hier greift nur mit 5 an, der Grizzly mit 7 durchdringen 1. Das heißt, mit dem Raptor-Wein hätte er dieses Block erzwingen können und dann hinterher mit dem Grizzly angreifen können, wo dann kein Block mehr drauf ist. Das hätte ihm in der Runde mehr Schaden gebracht. Der Zwerg verzaubert sich nochmal. Eigentlich ungewöhnlich, dass ein Kriegsmeister so viele Verzauberungen benutzt. Kriegsmeister ist eigentlich eher dafür geschaffen, Formeln zu benutzen. Deshalb hat die auch den Ring des Befehlens. Scheinbar verzaubert er sich doch nicht. Das Programm hat nicht erkannt,
eventuell ist das hier gar keine Verzauberung. Vielleicht hat er sich vertan und irgendwas anderes da benutzt. Oder das Programm erkennt, dass hier schon Block liegt und eventuell keine neue Blockverzauberung drauf kommen kann. Egal, was der Kriegsmeister tut, er kann sich verteidigen, wie er will. Hier, diese drei Kreaturen, Magier und zwei Kreaturen, das ist das Problem. Die würfeln jede Runde so viele Würfel, selbst mit erhöhter Rüstung, selbst mit Block, das einige Angriffe abblockt. Das wird ihn nicht auf Dauer retten. Er kann das Spiel nur rauszögern. Die Orks scheinen gar nicht in den Kampf eingreifen zu wollen. Die machen hier ihr eigenes Ding. Mit ihrem Hackebeil versuchen sie den Baum hier zu fällen. Bisher noch keinen Schaden, der wurde regeneriert. Scheinbar kann diese Verzauberung, die eben angekündigt wurde, nicht gespielt werden. Der Kriegsmeister hat also noch seine Aktion. Mal gucken, was er jetzt damit macht. Vielleicht muss er irgendwas improvisieren. Er könnte hier Ansturm auf den Golem spielen. Er kann auch passen, weil. Nee, er kann nicht passen. Oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee, er kann nicht passen. Der Golem greift jetzt nochmal an, aber was greift er überhaupt an? Ah, er greift den Lasher an. Ja, mit Octaro muss man sich auskennen, also das Spiel ist keinesfalls so rasant oder so schnell wie das letzte Mal, aber die beiden Spieler, die hier spielen, die werden durch jedes Spiel erfahrener werden und dann nach 5 Spielen geht das hier wirklich zack, zack auf Octagon. Da muss man sich erstmal mit befassen und dann hat man das im Blut und man lernt es nie wieder. Er benutzt jetzt also Charge auf seinen Golem. Nein, er benutzt es auf den Butcher hier, scheinbar. Ich kann ihm gerade nicht so folgen. Wow. Scheinbar. Er hat doch keinen Charge benutzt, sondern greift mir hier mit dem Butcher an den Baum, macht 6 Schaden, ist nicht schlecht. Außergewöhnlich guter Treffer, der Droide greift jetzt als nächstes an. Mit 5 Würfeln. Kein Brace Yourself ist verfügbar. Ah, 3 Schaden, nicht gut. Jetzt hat er 29 Schaden, hat noch 5 Leben, das heißt hier der Raptor Vine könnte auf jeden Fall das Spiel beenden und sowieso der Thorn Lasher, der kann auch nochmal drauf schießen. Das ist's gewesen. Da gibt es kein Entkommen mehr für den Zwerg in dieser Runde. Manchmal ein bisschen schwierig bei Octagon und bei der Fülle der Informationen, die hier auf einen niederprasseln, hier kann man den Chat auch ein bisschen größer machen. Was da alles an Informationen auf einen niederprasselt. Natürlich, man kann, wenn man den Chat zu so lesen weiß, das ganze Spiel im Nachhinein rekonstruieren. Es gibt nichts, was man tun kann, was verborgen bleibt. Betrügen ist hier absolut nicht möglich. Aber es ist trotzdem jede Menge Informationen, die man verarbeiten muss, um zu verstehen, was hier alles auf dem Spielfeld passiert.
der Golem, der wird jetzt nochmal hier anstürmen gelassen. Das heißt, die Aktion ist verwendet. Der Golem kann aber noch nicht ziehen, weil das war die Hauptaktion von dem Zwerg. Der kann noch nicht eingreifen. Der Raptor Vine wird jetzt zuschlagen, wenn er 5 Schaden macht. Oder ja, wenn er 2 Schaden macht, war es das. Ja, das war's. Der Zwerg ist gefallen. Mit einem Treffer 8 Schaden. Das hätten wir auch mal früher gebraucht. Und der Zwerg ist in der Würgepflanze zugrunde gegangen. Er konnte nicht mehr weg. Das ist das Problem, wenn man als Kriegsherr wenig Teleportationszauber hat. Gerade wenn man gegen den Druiden spielt. Da gibt es dann wenig Entkommen. Man muss sich mit den Würgepflanzen beschäftigen oder damit leben, dass hier Schläge auf einen einprasseln. Der Kriegsherr ist gefallen, es hat lange gedauert, der Druide war siegreich. Puh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt über die Verwendung von Wellen, von Schlingpflanzen, vielleicht vom Setup hier des Kriegsmeisters, wie man seine Formeln an den Helm ganz gut binden kann, einsetzen kann. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bis bald.